Einen wunderschönen guten Morgen zusammen wünsche ich euch allen. Heute ist ein besonderer Tag. Ich bin mal gespannt, was heute rauskommt bei dem Tag. Ja, ich bin hier an der A und habe, wie versprochen, mit Lasertechnik, mit Messlatte mir ein paar Höhen geholt und werde mir noch mehr Höhen holen. Die werde ich allerdings erstmal für mich behalten bzw. nur dem Wilhelm mitteilen. Ich hatte es ja bereits angekündigt, um 10 Uhr bin ich jetzt gleich in Walpertsheim am Baustoffzelt und dann werden wir mal schauen, was da passiert. Ich weiß, dass ganz viele Menschen im Hintergrund uns die Daumen drücken, aktiv geworden sind, geschrieben haben, planen. Ganz viele aus unserer Community, auch Landwirte, haben mich angeschrieben, haben uns angeschrieben. Das ist der Wahnsinn, was da für eine Resonanz jetzt kam nach dem Schreiben gestern. Und wir hoffen, dass sich da noch was regelt. Deadline ist 10 Uhr. Es sind viele im Hintergrund am Arbeiten, viele Leute, die ihr auch kennt. Und ich hoffe, dass irgendwie mal eine klare Aussage jetzt kommt. Und das nicht hinter verschlossener Tür, sondern öffentlich. Ich bin mal gespannt. Und man hat ja gewusst, dass, wenn Walter Steinmeier kommt, hier eine Demonstration geplant ist. Das hat man natürlich dann verhindert, indem man Zugeständnisse gemacht hat oder man sich aufeinander zubewegt hat. Das ging auf einmal ja ganz schnell, dass man sich dann zusammensetzen konnte. Das hatte mich schon gewundert, aber gut. Wir wollen. Also ich bin jetzt gerade hier am Containerdorf angekommen, an Wilhelmshaven, und ich bin total überrascht, was hier los ist. Das ist der Hammer. Also hier ist Wilhelm, ich glaube, du weißt gar nicht, was hier heute... Moin. Hallo Markus, schönen guten Morgen. Hey, was hast du wieder angestellt hier? Ja, das ist also gigantisch. Deswegen erstmal alle, die jetzt am Bildschirm sind. Ich weiß, dass ihr alle unglaublich aufgeregt seid, genau wie ich auch und alle anderen auch. Das ist einfach eine unfassbare Situation, die wir jetzt gerade haben. Ja, du weißt, Markus, ich habe eine riesen Überraschung vorbereitet. Es sollte eigentlich alles ganz anders laufen. Ja. Jetzt hatten wir aber diesen Termin festgelegt, der Termin steht. Ja, jetzt ist es halt für uns perfekt gelaufen, weil wir jetzt einen unglaublichen Medienauflauf haben. Wir werden natürlich die Botschaften etwas anders verpacken. Wir wollten ja ganz lieb Danke sagen, das tun wir auch, aber wir passen auf, dass wir das, was uns wichtig ist, hauptsächlich aber auch über Wilhelm laufen lassen, und wir setzen die positiven Botschaften, wollen hier auch in Absprache mit Beate, das wollen wir nochmal ausdrücklich sagen, wollen hier keinen Stress verursachen, denn wir wissen, dass es unter der Decke brodelt, und ich möchte mich auch bei Beate noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, die mich gestern sofort zur Seite genommen hat und hat gesagt, Jörg, du bist ein extrem emotionaler Mensch, ja, ich muss dich ein bisschen ausbremsen. Und wenn man sich so gut versteht, dann habe ich gesagt, ja Beate, wir machen das auch, nicht, dass wir hier einen Stress reinbekommen, den wir nicht wollen. Also es war ja gar kein öffentlicher Aufruf, dass hier heute so ein Menschenauflauf ist, ne? Aber es ist gigantisch, weil wir wissen alle, warum wir hier sind. Nicht, also auch wegen dir natürlich, wäre ich sowieso hier hingekommen, aber das, was gestern passiert ist, hat einfach übergekocht, würde ich mal sagen. Ja. Und hat jetzt eben auch die Dimensionen mal ganz andere werden lassen. Und wir sind jetzt zu einem anderen Thema heute hier. Ne? Ja. Immer noch Wilhelm, aber leider nicht so positiv, wie es gestern gedacht war von dir. Und auch die Moderation dazu hat sich jetzt verändert. Aber wir wollen positiv bleiben. Und das ist die Botschaft, die wir auch heute nach außen geben wollen. Wir wollen nicht irgendwie, dass hier Aufstände passieren, sondern wir möchten ganz gerne, dass wir das Recht bekommen, dass wir unser Recht bekommen, dass wir helfen dürfen. Aber bitte vernünftig und mit Bedacht. Es hilft also ich, niemandem. Ich kann euch sagen, ich habe Anrufe heute gekriegt, das ist unfassbar. Ja. Ich meine, man kennt mich ja in ganz Deutschland durch die Bauern-Demos und alles. Wenn der Herr Steinmeier jetzt nach Ostfriesland kommt, kann es sein, dass da was passiert, was hier verhindert wurde. Ja. Das liegt nicht mehr in meiner Macht. Ne? Ihr habt es vergeigt als Politiker, muss ich mal hier öffentlich sagen. Ne? Ja. Und das seid ihr selbst schuld, was jetzt passiert. Ich habe keinen Einfluss mehr, was jetzt passiert. Ja. Und ich hoffe, dass es sich hier irgendwie zum Guten noch wendet. Markus, was ich immer nie verstehe, und das habe ich dir auch gesagt, mal Dieter, in unserem ersten gemeinsamen Gespräch. Was will die Politik damit bezwecken? Wollen die die Bevölkerung noch weiter wegdrängen von sich? Das kann nicht sein. Ja? Und die Politik schafft es wirklich, dass wir immer politikmüder werden. Auch das darf nicht sein. Wir müssen doch alle zusammenarbeiten. Genau. Und was Beate gestern also in unserem Gespräch, was wir gemeinsam noch die Situation analysiert haben,
das war schon heftig, als wir so herausgefunden haben, dass es gar nicht so sehr um Willem Hartmann geht, sondern dass der Willem eigentlich mehr in Anführungsstrichen ein Spielball dieser ganzen Geschichte ist, dass man einen Keil treibt zwischen Politik und freiwilligen Helfern. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich gebe also das Keil, da ist jetzt wieder deine Emotion. Ja, ja. So, ja, schüttel auch mit dem Kopf. Ja. Dieter, sag du mal was. Ja, genau. Dieter, was besser, was anders. Ja, ja. So haben wir's, der hat das gelernt. Hör mal. Ja, ja, genau, der war gut. Ja, ich habe vor allem gelernt, dass immer das Vier-Augen-Prinzip gilt. Also das heißt, bei allem Verständnis, die wir alle für den Willi haben und bei aller Solidarität, muss man natürlich auch immer eine Gegenseite hören und auch genau wissen, was da gelaufen ist. Also wir alle kennen die Mail nicht. Insofern wissen wir den genauen Sachverhalt nicht. Und ich glaube, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, zumindest auch in meiner journalistischen Arbeit, dass man beide Seiten hört, bei nochmal allen verständlichen Emotionen. Fakt ist, und das ist eindeutig, es hat vor 2 Wochen Gespräche gegeben, die sind unstrittig. Fakt ist auch, es hat vor 2 Wochen eine Einigung gegeben. Und Fakt ist offensichtlich auch, dass es da jetzt wieder mal ein Missverständnis gegeben hat. Und insofern ist die Verwaltung aus meiner Sicht gut beraten, wenn hier endlich Klarheit geschaffen wird, weil dieses Hin und Her kann nicht so weitergehen. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig. Das ist das eine. Das andere ist für mich aber eine ganz andere Situation. Denn was ich persönlich nicht verstehe, ist, dass hier geht es um deutlich mehr als nur um Geld oder um Baustoffzelt. Hier geht es um Symbolik. Ja? Und der Willi Hartmann steht symbolisch für etwas, was den Menschen ja wahnsinnig viel Kraft und Halt gibt. Hoffnung, Solidarität im besten Sinne. Und ich kann eben nicht verstehen, wie man bei allen Behördenvorgängen, die notwendig sind, bei allen Vorschriften, die man einhalten muss, bei allen Problemen, dass am Ende keiner richtig Verantwortung übernehmen will, aus Angst vielleicht auch, dass er die falsche Entscheidung trifft. Alles verständlich oder zumindest nachvollziehbar. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass man diese Symbolik, die von Willi Hartmann und seinem Werk hier ausgeht, dass man die fehlinterpretieren kann. Die kann man nicht missverstehen. Also die Menschen hier im Ahrtal sind derart arg gebeutelt worden durch die größte Katastrophe der Nachkriegsgeschichte, Naturkatastrophe. Und das, was er hier geschaffen hat, ist, den Menschen halt einfach wieder Hoffnung zurückzugeben. Und wenn jetzt hier die Katastrophe nach der Katastrophe passiert, weil man aus welchen Gründen auch immer diese Chance hier nicht erkennt, jeder, der mal hier war, dazu zählst du, Markus, Jörg, Beate, alle anderen auch, alle, die hier stehen, wissen, was das für ein Gefühl ist, diese Solidarität. Ich habe das selber auch gepostet. Ich glaube, 1,5 Jahre nach Corona waren wir alle froh, dass wir irgendwie wieder mal sowas zurückgeben konnten. Deswegen sind viele auch hier. Und deswegen ist es so unverständlicher, dass eben diese Chance, die darin steckt, dass die so liegen gelassen wird, aus möglicherweise Gründen, weil hier jetzt die Bürokratie vor, ich sag's mal ganz salopp, dem Herz siegt. Und ich glaube, so wie ich das heute Morgen auch, ich habe erste Gespräche mal geführt, rausgehört habe, ist die Kuh noch nicht ganz vom Eis. Also ich habe die Hoffnung, dass es gut weitergeht. Sagen. Ja. Wir möchten das auch gerne hören. Ja, das ist ja jetzt. Ihr müsst alle live gehen auf Markus Wipper führt, dann habt ihr es direkt. Der Willem kommt jetzt gleich, ja? Also der Willem kommt gleich, der Horst Gies kommt auch gleich. Wir sind ja noch in der Vorberichterstattung, deswegen werden wir gleich hier vom Mikrofon aus live gehen. Und deswegen machen wir es gerade in der Vorberichterstattung, aber wir gehen jetzt gleich drüber. Ich muss aber fragen, ist Willem Hartmann denn schon da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nö, bis jetzt noch nicht. Dann werden schon alle am Klatschen. Ne? Ja. Aber bist du noch drauf, Markus? Ich bin noch drauf, ja. Weil dann können wir dann zwischendurch mal ganz kurz diesen Traktor zeigen. Das möchte ich super gerne machen, weil der ist jetzt ein Geschenk, ja, das wir fertig gemacht haben. Geht ganz schnell. Ich würde nur noch mal gerade mit Dieter. Ich warte. Kann der Dieter das Mikro gerade benutzen? Ja, ja, alles klar. So, ich gebe jetzt das Mikrofon weiter. Also nochmal vielen Dank für den Aufruf. Wir haben sofort das Okay bekommen, dass wir jetzt dann das Mikrofon benutzen. Ich gebe an Dieter Könnes das Mikrofon. Ich ziehe mich jetzt zurück und du findest die richtigen Worte. Danke, Dieter. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Guten Morgen zusammen. Ja, ich habe das gerade schon mit dem Markus Wipperfürth besprochen. Das ist eine sehr, sehr kuriose Situation für uns alle. Ich habe den Willi jetzt selber noch nicht erreicht. Ich habe die Nachricht allerdings gelesen. Ich habe jetzt in meinem Job gelernt, dass grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip gilt. Das heißt, man muss das Verständnis für beide Seiten aufbringen und vor allen Dingen, man muss beide Seiten vorher angehört haben, bevor hier die Emotionen zu hoch kochen. Insofern, glaube ich, sind wir alle gut beraten, wenn wir zunächst mal abwarten, dass wir genau wissen, was auch von der Kreisverwaltung genau geschrieben und gesagt worden ist. Es gibt allerdings ein paar Fakten und das habe ich gerade in dem Live-Interview mit Markus schon erwähnt und das würde ich gerne an der Stelle auch nochmal wiederholen.
Fakt ist, dass es vor 2 Wochen Gespräche gegeben hat mit Willy Hartmann und Fakt ist, dass man da eine Lösung gefunden hat. Willy war einsichtig, was das Containerdorf angeht und insofern ist hier der Rückbau auch notwendig aufgrund der Hochwassersituation. Allerdings gab es eine Lösung für das Baustoffzelt und damit auch wohl eine Kostenübernahme. Ich sage bewusst wohl, weil wir das alle nicht hundertprozentig genau wissen und nicht bei den Gesprächen dabei waren. Wie weit das verschriftlicht worden ist, wissen wir auch nicht, aber es hat diese mündliche Zusage wohl gegeben. Warum sich jetzt diese Ereignisse danach nochmal überschlagen haben, wissen wir auch nicht. Aber ich glaube, dass gleich Willy hier sein wird und auch Vertreter der Kreisverwaltung, um das aufzuklären. Was mir persönlich aber ganz, ganz wichtig ist, und das zeigt ja auch der Protest im Netz, ist die grundsätzliche Situation, nämlich diese Symbolik. Ich glaube, es sind 40 Milliarden Euro, die im Raum stehen, die von der Bundesregierung als Soforthilfe angedacht waren. Es sind Millionensummen gespendet worden. Wir reden jetzt hier, glaube ich, von 250.000 Euro. Also in Worten 250.000 Euro, damit der Willi hier weitermachen kann. Und das ist natürlich viel Geld, aber das ist nicht die Summe, um die es hier letzten Endes geht, weil für mich geht es hier und ich glaube für viele andere Menschen ja auch um die Symbolik. Denn das, was der Willi hier geschafft hat, ist ja deutlich mehr als einfach nur hier so ein blödes Zelt hinzustellen oder ein Containerdorf aufzubauen. Das hätten viele von uns vielleicht auch gekonnt. Nicht ganz so gut, nicht ganz so perfekt, aber wir hätten auch so ein Zelt hier hingestellt. Aber das, was der Willi geschafft hat, und das ist der Punkt, ist, er hat den Menschen ja wieder Kraft und Hoffnung gegeben. Er hat den Menschen die Zuversicht gegeben, an was zu glauben. Und das ist ein Punkt, das eint uns, glaube ich, alle, dass wir das nicht nachvollziehen können, wie man diese Chance, die sich hier gerade bietet, und ich rede hier nicht von einer Baustoffzeltchance, sondern ich rede hier von einer gesellschaftlichen Chance, dass man diese gesellschaftliche Chance liegen lässt. Und ja, und das meine ich wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe, denn hier geht es einfach nicht um Geld oder um Zelt, sondern hier geht es darum, dass hier Menschen sind, die helfen wollen, die gekommen sind und zwar vollkommen selbstlos. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ihre eigenen Betriebe links liegen lassen, ihre Mitarbeiter hier mit einbauen. Das sind Situationen, die können sich viele von uns gar nicht nachvollziehen, die von ganz Deutschland uns zwar beobachten, vielleicht auch meckern, aber im Prinzip selber nicht hier sind. Der Willi ist hier von der ersten Stunde, Markus Wipperfürth ist einer der Helfer der ersten Stunde und so viele andere auch, die sich denen angeschlossen haben. Und das hier, und das meine ich nochmal und ich wiederhole es gerne, ist eine gesellschaftliche Chance. Wir haben 1,5 Jahre Corona hinter uns, wir haben alle gelitten, wir haben uns alle an Vorschriften gehalten, die einen mehr, die anderen weniger. Aber hier entwickelt sich gerade eine echte Chance, endlich mal wieder was zu zeigen, was wir können. Und zwar als Gesellschaft, dass wir Dinge zurückgeben können, dass wir füreinander da sind. Und ich kann euch eins sagen, ich bin jetzt selber erst in der 4. Woche hier hingekommen und das ist durch einen Zufall und ja, aus meiner Sicht schon fast zu spät, aber besser spät als nie und ich komme gerne und immer wieder, weil ich habe hier so großartige Menschen kennengelernt. Ich habe das die Tage auch schon mal in meinem privaten Kreis gesagt. Ich habe so viele Dinge beruflich schon erlebt. Also ich persönlich, ich sage das jetzt einmal nur für mich und dann höre ich auch damit auf. Aber das ist die beruflich schönste Zeit, die ich bisher erlebt habe, weil so viel auch von den Menschen zurückgekommen ist. Und jeder, der mal hier war, jeder, der das erlebt hat, der kann das nachvollziehen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, auch in den verantwortlichen Positionen, kommt hier hin. Schaut es euch an und fühlt es. Denn nur wer das fühlt, kann auch ein Mitgefühl für solche Menschen erleben. Und deswegen habe ich schlicht und ergreifend die ganz, ganz große Hoffnung, dass wir alle am Ende Menschen bleiben mit einem ganz, ganz großen Herz. Wir sowieso, die hier alle stehen. Und ich hoffe wirklich auch diejenigen, die das zu entscheiden haben, und zwar über den Amtsschimmel hinaus, denn so sehr ich abschließend auch bürokratische Hürden verstehen kann, grundsätzlich, aber so sehr, und ich hoffe, dass diese Botschaft angekommen ist, geht es hier um deutlich mehr als um bürokratische Hürden, sondern hier geht es vor allem um Symbolik. Und ich glaube, dass der Willi symbolisch für etwas steht, was das ganze Ahrtal braucht. Kraft, Energie und Hoffnung. Danke. Ja. Vielen Dank, lieber Dieter, vielen Dank. Wir wollen die Chance nutzen, mal ganz kurz nochmal ein anderes Thema. Bleibt bitte hier, geht ganz schnell, weil
weil Markus gerade da ist und dieser Traktor mir doch sehr am Herzen liegt. Das hat eine tolle Geschichte. Und deswegen geben wir mal ganz kurz den Traktor frei. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich dem Rolf, also dem Neffen von Dieter aus Dernau, helfen konnte. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel. Was kann uns Besseres passieren, als das, was Dieter Könnes gerade gesagt hat, jetzt nochmal hier live zu sehen. Dieser unfassbare Zusammenhalt, wo man denkt, wie kann etwas so hervorragend funktionieren? Ich habe Rolf in meinem Leben erst ein einziges Mal gesehen. Ich war zufällig in seinem Haus, beziehungsweise in dem Haus von seinem Onkel. Und Rolf hat mich gebeten, schau mal, Jörg, kannst du irgendwas machen? Das Witzige ist, wir kennen uns gar nicht. Jörg, kannst du irgendwas machen? Ich sage, worum geht's? Traktor, ich habe keine Ahnung von Traktoren, ja. Aber ich kenne zum Beispiel den Martin von den Elektroseelsorgern. Ich kenne den Udo von den Elektroseelsorgern. Und wenn du solche Leute kennst, dann rufst du die einmal an. Danach läuft die Maschinerie los und jetzt läuft nicht nur die Maschinerie los, es läuft auch der Traktor. Der Traktor ist fertig und ich darf euch sagen, der Dieter, der ist in dieser Woche 83 geworden, kommt heute aus Fulda zurück und er weiß noch nicht, dass der Traktor läuft. Deswegen möchte ich allen Beteiligten, die da mitgeholfen haben, einmal bitten, dass ihr einen großen Applaus gebt für alle Beteiligten. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Die Schwester von Dieter ist da. Genau, und da vorne haben wir, Markus, auch das ist eine tolle Geschichte. Ich kann mich erinnern an euer wunderbares Video, das du mit Willem gedreht hast rund um den Mediamarkt mit den 30 Druckern. Ja? Wir haben ja durch die Büroorganisation Strothkamp bereits 33 Drucker geschenkt bekommen, Multifunktionsdrucker. Heute sind noch mal 8 dazugekommen, die haben wir drüben im Auto und es kommen noch 9 weitere dazu. Deswegen gilt jetzt mein Dank an die Büroorganisation Strothkamp aus Soest, die insgesamt 50 Multifunktionsdrucker gespendet hat. 50! Ja, das ist wirklich, wir machen alle. Wir hätten auch alle mitnehmen können, wenn wir ein größeres Auto gehabt hätten, aber alles okay. Das Tolle ist, der Olaf Leindecker, der die Drucker mitgebracht hat, der kommt aus dem Sauerland und fährt die Strecke gerne. Er betreut ja auch die Claudia. Im Rahmen des 5-Euro-Hauses betreut er die Claudia und hat dort auch schon ganz, ganz viel erreicht rund um den Wiederaufbau. Wir haben ja auch einige Leute hier, die vom 5-Euro-Haus Patenschaften übernommen haben. Dominik sehe ich da hinten, der die Katrin betreut in Ahrweiler. Hier vorne haben wir die Jutta. Jutta betreut den Kölner Hof in Dernau. Dahinter haben wir den Heiko. Heiko betreut in einer riesigen Aktion, also ist auch sehr, sehr aufwendig, aber eine ganz tolle Aktion. Heiko betreut den Thomas aus Dernau. Und dann haben wir Dominik, habe ich schon gesagt, Katrin und Olaf, Claudia, genau. Und wen haben wir noch? Martin gibt gerade Zeichen, da kommt irgend, wird spannend. Da kommt er, alles klar. Okay, ich bin ab, ich bin ab. Willem Hartmann kommt ins Bild. Ich gebe jetzt das Mikrofon ab an unsere Moderatorin, an Beate. Beate, viel Spaß. Jetzt kommen ein paar spannende Minuten auf uns zu. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, hallo. Mein Name ist Beate Wimmer. Hallo. Grüß dich. Lieber, komm, ich muss dich auch mal drücken. Ja, hallo. So, als der Jörg mich vor ein paar Tagen angeschrieben hat und gesagt hat, wie bitte? Lasst uns mal durch, bitte. Bitte, gerne. Wir haben noch ein paar Leute mit. Aha, Herr Gies, hallo. Hallo, sehr schön, herzlich willkommen. Sehr schön. Ja, als der Jörg Burkhard mich vor ein paar Tagen anschrieb und gesagt hat, Beate, wir haben eine Überraschung für Willem. Ich bin da viel zu emotional dazu, das zu erklären und da ein paar Worte zu finden. Bist du bereit, die zu sprechen? Habe ich gesagt, ja, ist mein Job, mache ich gerne. Und
Dann hat er mir einen Text rübergegeben, den ich vorlesen sollte. Das hat sich jetzt heute erübrigt. Der Text wird nicht mehr vorgelesen, aber ich weiß, es wird trotzdem etwas übergeben. Und lieber Jörg, ich gebe dir jetzt das Mikrofon einfach wieder zurück, weil du hast da was einiges dazu zu sagen. Ja, ihr zwei, darf ja. Euch ganz kurz... Bitte. Ja, bitte. Hallo zusammen, vielen Dank für den tollen Empfang. Und auch danke an alle draußen, die mir eine schlaflose Nacht beschert haben, aber ich glaube, da war ich selber schuld. Ich sag mal so, bevor wir jetzt zu eurem Festakt kommen, der eigentlich schon seit Tagen hier geplant war und abgestimmt war zeitlich, drohte es ja gestern Abend nach meiner Nachricht zu scheitern, ne? Oder zu kippen. Aber wir haben und begrüßen hier auch den stellvertretenden Landrat, den Horst Dies, und der mit dem Thomas Pütz und dem Alexander Krone hierher gekommen sind. Und das soll bedeuten, dass sich was getan hat. Und deswegen würde ich sagen, wir sprechen da jetzt erstmal drüber. Und dann können wir nämlich, ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dann euren Programmpunkt nämlich auch so planungskonform durchführen. Ja. Also, ja, deswegen würde ich sagen, Herr Gies, ich sag mal, gestern hat mich eine Mail aus der Kreisverwaltung erreicht, die mich eigentlich dazu bewogen hat, aufzugeben. Man ist vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten auch etwas dünnhäutiger geworden. Man hat immer wieder Vertrauen in verschiedene Institutionen gesteckt und wurde immer wieder vertröstet. Sie als Kopf jetzt der Kreisverwaltung, ich möchte nicht in Ihre Haut stecken, in der jetzigen Gesamtsituation. Sie haben da echt ein schweres Erbe jetzt angetreten und deswegen ehrt es Sie, dass Sie wirklich als Oberhaupt des gesamten Ahrtals jetzt hier auch bei uns stehen und hier auch persönlich jetzt mit uns, mit euch beiden auch dann eben eine Lösung heute früh im Nebel an einem stillen Ort wirklich besprochen haben, wo ich sage, ich fühle mich wieder gut. Und deswegen würde ich jetzt Ihnen das Wort geben. Ja, herzlichen Gruß in die Runde. Lieber Wilhelm Reicht, lieber Wilhelm, lieber Horst, lieber Wilhelm, lieber Markus, lieber Thomas, ich darf zunächst mal Dankeschön sagen und das vor allem an das ganze Team hier, was ihr bisher geleistet habt. Für unser Ahrtal, für die Menschen, die hier leben, für uns alle, die am 14., 15., 7. ein Stück Heimat, Haus und Hof zum Teil leider auch liebe Menschen, und ich sage das ganz klar, auch ein Stück unser Paradies verloren haben. Und ihr seid da, um dieses Paradies wieder mit uns aufzubauen. Und da will ich zunächst einmal, und das ist die erste Gelegenheit, die ich dann habe, das in größerem Rahmen hier zu tun, ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich lebe seit meiner Geburt hier und ich weiß, was wir verloren haben. Und machen wir uns nichts vor. Die ersten, die da waren, das wart ihr. Das weiß und sagt auch jeder. Und ihr habt uns wirklich in den ersten Stunden, Tagen geholfen, bevor überhaupt der staatliche Apparat mal ans Laufen kam. Und ihr seid immer noch da. Und heute gilt es zu klären, wie wir weiterarbeiten. Denn wir sind ja noch lange nicht fertig. Jeder redet ja davon, zu Recht, dass wir nicht nur einen Langlauf vor uns haben, leider, sondern einen Marathon. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir mal 2-3 Jahre weiter sind, dann sieht es hier schon ganz anders aus. Und die Aufgabe, die wir jetzt hier seitens der Verantwortlichen vor Ort haben, ist es natürlich, die verschiedenen Strukturen auch zusammenzubringen. Und ich muss sagen, es tut mir unendlich leid, dass du die Mail falsch verstanden hast gestern, aber ich muss eins auch deutlich sagen an der Stelle.
Wir haben jetzt verwaltungsmäßig die Aufgabe, die Gelder, die uns der Bund, die uns die Bundesländer hier für den Aufbau unseres Ahrtals zur Verfügung stellen, auch entsprechend verantwortungsvoll einzusetzen. Und da brauchen wir leider Gottes, aber es ist auch verständlich einerseits so, natürlich gewisse Vorgaben. Und das ist nochmal in der Mail auch deutlich gemacht worden, die du ja kommuniziert hast. Aber ich sage das ganz deutlich, wir wollen helfen, wir werden helfen. Denn es kann nicht sein, dass bei allem Engagement du auf diesem Geld sitzen bleibst. Und es sind viele Strukturen entstanden. Aber das hören wir leider schon lange. Ne? Und die müssen wir jetzt koordinieren. Und da sind wir dabei. Und ich kann gut verstehen, je nachdem, welche Gespräche man vorher hatte, dass die Nerven auch schon mal blank liegen. Ist völlig klar, es geht uns auch so. Wir alle sind seit dem Tag 1, ich will nicht sagen rund um die Uhr im Einsatz, aber zum großen Teil. Das geht uns allen so. Und was uns zusammen ja schweißt und aufrechterhält, ist wirklich das, was wir vor uns haben. Wir hatten eine Zeit der Trauer und der Trauerbewältigung, die auch noch anhält. Es kommt ja jetzt erst die dunkle Jahreszeit und es kommt jetzt die Zeit des Wiederaufbaus. Und dazu seid ihr immer noch da. Und da ist es jetzt unsere gemeinsame Aufgabe mit den Ideen, die es über die vielen gibt, die uns da helfen. Ich gucke auch zum Thomas, der mit dem Marc zusammen uns ja Zehntausende von Menschen ins Ahrtal gebracht hat. Und ich sage es ganz offen. Wo wären wir geblieben, wenn die alle nicht gekommen wären? Und ich darf eines sagen. Und ich sage es ganz offen, und das geht mir so nach, dass mir ein älterer Herr im Arientall gesagt hat, sagte Herr Gies, wissen Sie, was das Tollste ist bei dieser großen Katastrophe, die wir erleben mussten? Ich habe den Glauben an die Menschheit wieder gewonnen. Was wir an Hilfe erfahren haben, über alle Generationen, wie viele junge Menschen da waren, die waren sich für nichts zu schade. Die haben Schlamm geschleppt. Die haben uns geholfen, wo sie nur konnten und tun es heute noch. Und dieser Zusammenhalt, ich sage es ganz ehrlich, wenn wir vor der Katastrophe jemanden gefragt hätten, ich glaube, niemand hätte uns diesen Zusammenhalt, den wir in Deutschland haben, über die deutschen Grenzen nach Europa hinaus, bis in die ganze Welt, ich glaube, das hätte niemand nach dieser Katastrophe erwartet. Und das hält bis heute an. Und das ist das Tolle. Und das nehmen wir an und das brauchen wir im Ahrtal. Jetzt sind wir dabei, die zusammenzubringen, die am Anfang die verschiedensten Strukturen aufgebaut haben. Dazu gehörst du genauso wie der Markus, wie der Thomas. Und das müssen wir jetzt zusammenbringen, damit nicht überall was ist, sondern wir das konzentrieren. Und dazu sitzen wir zusammen an einem Tisch. Und dann kommen wir dahin, wie es weitergeht. Die Einladung ist im Übrigen schon raus. Und ansonsten bin ich fest davon überzeugt, dass ihr uns weiterhelfen werdet. Da setzen wir drauf. Da sind wir unendlich dankbar für, denn ihr seid letztendlich auch diejenigen, die uns die Hoffnung geben, dass wir das schaffen, was alles noch vor uns steht. Und dafür sage ich heute tausendmal Danke euch allen, die ihr hier seid und die ihr weiter weg seid, die ihr hier wart und die ihr hoffentlich wiederkommt. Vielen, vielen Dank. So, okay, hallo, der Thomas hier. Ich habe eine Bitte an euch, okay? Das war einfach mal gerade, wir möchten euch jetzt etwas präsentieren, was so noch keiner weiß und wir brauchen gerade mal einfach ein bisschen Ruhe hier und wir werden auch gleich nochmal auf diese Kosten nochmal drauf eingehen. Aber ich möchte euch erstmal was erklären. Der runde Tisch ist gerade genannt worden. Der Tisch, wir sitzen am Tisch, dieses Synonym, wir sitzen am Tisch. Ich denke, das ist gerade nochmal ganz deutlich geworden.
das auch beim allerletzten angekommen ist, dass wir am Tisch zum einen sitzen müssen und wir werden zusammen am Tisch sitzen, weil alle Protagonisten haben gerade bekundet und auch in der jüngeren Vergangenheit, dass dieser Tisch sehr wichtig ist und wir werden diesen Tisch nutzen. Wir haben diesen Tisch heute Morgen, es war kein richtiger Tisch, weil wir haben gestanden. Ja. Auch ohne Tisch. Ja, ohne Tisch haben wir heute Morgen zusammengestanden und haben... Wir haben schon länger, also ich bin mit Wilhelm schon länger dazu im Gespräch und wir möchten es heute halt öffentlich machen. Und zwar ist es so, dass der Helfer-Shuttle, so wie er ja gerade existiert, so in dem Maße durch den Winter, wie wir ihn gerade führen, nicht komplett so durchführen können. Es gibt aber ein positives Aber. Und zwar möchten wir gemeinsam mit Wilhelm oben unser Gelände nutzen, dass wir ein Wilhelmshaven in der Grafschaft organisatorisch deutlich einfacher, infrastrukturtechnisch deutlich besser gestalten können, in Kombination mit dem Helfer-Shuttle. Der Helfer-Shuttle und Wilhelmshaven arbeitet an diesem Platz ganz eng zusammen. Wir kombinieren nämlich die freiwillige unspezifische Hilfe mit der freiwilligen spezifischen Hilfe, Handwerker, Baustoffe, aber dann auch Übernachtungsmöglichkeiten, dass wir es warm oben haben. Wir wollten das langsam angehen, wir wollten das sukzessive angehen, weil wir wollten es besser planen, weil es gibt noch jetzt ein Aber, und zwar sind das die Anschlüsse, die wir oben haben. Es ist vom Bauhof, und das möchte ich halt hier auch direkt öffentlich machen, vom Bauhof ist ein Trupp unterwegs, die gerade alles erkunden, wie wir Abwasserrohre legen können, wie wir Wasserrohre legen können, wie wir Strom legen, die ganze Infrastruktur, die wir brauchen, um so wie das hier ist, oben zu betreiben. Das wird gerade sondiert. Wir hoffen einfach alle, dass es diesbezüglich keine Probleme gibt. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ihr kennt uns, ihr kennt den Wilhelm und ihr kennt den Helfer-Shuttle. Wir haben bisher alles hinbekommen und das werden wir auch hinkriegen. Das heißt, Wilhelmshaven in die Grafschaft, mit allem drum und dran, mit der Power, die hier unten ist, plus die Power, die wir oben haben vom Helfer-Shuttle, ist im Quadrat. Und ihr wisst, was im Quadrat heißt. Plus Baustoffzelt. Plus Baustoffzelt. Für mich ist Wilhelmshaven Baustoffzelt ein großes Gelände. Okay. Wir bringen Baustoffzelt, Wilhelmshaven, Helfer-Shuttle zusammen und konzentrieren das oben in der Grafschaft mit allem, was wir da oben haben. Das heißt, da wird eine geballte Kraft oben sein. Da wird eine geballte Kraft oben sein. Wir fügen vieles zusammen, was ehrlich gesagt zusammengehört. Ja? Wir machen jetzt das, was die natürliche Evolution ist, einer Krise. Und daraus, wir haben eine positive Energie gerade drin, die dürfen wir niemals im Keim ersticken. Und ich bin einfach froh, dass du, Horst, auch hier bist, heute Morgen zu uns gesprochen hast und auch allen nochmal damit gezeigt hast, dass das ein Prio 1 Ding ist hier im Ahrtal. Ihr seid alle hier Priorität Nummer 1. Ja? Ich finde das unendlich toll, dass ihr alle hier seid. Ich möchte auch ganz herzlich dem Alexander danken, weil das ist nicht ein Gespräch zwischen Wilhelm und mir gewesen, sondern der Alexander, der hat die ganzen E-Mails geschrieben, der hat sich an den Computer gesetzt und hat extrem viel geschrieben, sehr, sehr viel kommuniziert. Deswegen möchte ich dir auch nochmal danken dafür, was du alles hier getan hast, weil du hast das alles im Hintergrund. Ich persönlich bin der Meinung, dass das hier was ganz Gutes werden wird. Aber wir brauchen euch. Wir brauchen euch aber auch mit Besonnenheit. Und daran appelliere ich hier ganz klar. Seid bitte besonnen. Nehmt uns alle mit, aber nehmt uns alle im Guten mit und im guten Modus bitte. Wenn wir hier weiter, also Franz, weil du guckst mich gerade an, weil du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, genau. So, das Ding ist, wir brauchen eure gute Energie. Alles, was an negativer Energie ist, lasst es bitte draußen, weil wir müssen. Ihr denkt bitte an meine Leute primär. Denkt bitte an unser Ahrtal. Und versuchen wir das gemeinsam, das voranzubringen. Aber helft uns auch bitte von draußen. Und helft uns mit euren guten Ideen und bitte mit eurer guten Energie. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das hat mir gestern Abend gezeigt, weil ich bin sehr, sehr oft, also mein Telefon hat nämlich auch nicht stillgestanden. Es hat mir einfach gezeigt, dass das ein sehr, sehr aufwühlender Teil unserer Krise ist. Deswegen bin ich umso fröhlicher und umso glücklicher,
dass das jetzt alles aus der Welt geschafft wird. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass das hier vorangeht. Ich würde mich auf die nächsten Weinfeste nächstes Jahr mit euch freuen, wo wir entspannter sitzen und uns wirklich darauf besinnen, dass es gut war. Und das soll auch bitte, soll bitte drin bleiben. Es war und es ist gut. Darf ich noch? Ja, lieber Herr Gies, wir zwei kennen uns doch nicht, aber Nein. Ich kenne Sie. Also ich bin hier unterwegs mit einem Projekt, das heißt 5-Euro-Haus, das heißt wir helfen beim finanziellen Aufbau, betreuen aktuell 23 Objekte, weitere kommen gerade dazu. Herr Gies, wenn Sie gerade die Reaktion der Menschen nach Ihrer Rede gehört haben, dann haben die Menschen alle genau das Gleiche gedacht wie ich. Zwei Dinge. Auf der einen Seite wunderbare Worte. Das ist alles wunderbar, was Sie gesagt haben. Wenn wir jetzt in die Köpfe der Menschen hineinschauen, dann fehlt uns eins, und zwar konkret. Ja? Wenn Sie sagen, wir helfen, dann ist das keine konkrete Aussage. Können Sie uns etwas sagen, und ich gebe auch gerne an Dieter Könnes, weil der ist auch gerne nochmal mit mir gemeinsam, aber positiv gesagt, bitte. Das haben wir besprochen heute ja? Morgen. Ja. Gut, aber wenn Sie sagen, Sie haben es besprochen, würde es uns interessieren. Konkret besprochen, gut. Wir zwei mit den anderen zusammen. Gut, würden Sie uns freundlicherweise sagen, was jetzt ganz konkret auch finanziell, wenn Moment, das nehme ich ganz kurz, ja. Mir geht es darum, Herr Gies, die Menschen haben unglaublich viel gehört in Sachen Politik. Sie haben die Schlagzeile von Malu Dreyer gelesen vor zwei Tagen. Ja. Die Menschen haben verständlicherweise zum Teil das Vertrauen in die Politik verloren. Das ist menschlich, das ist vollkommen normal. Ja. Herr Gies, ich habe Ihre Rede gehört, die damals im Landtag war es gewesen. Ja? Die Rede war fantastisch. Ich schätze Sie als Mensch sehr, ich würde Sie niemals persönlich, überhaupt kein Thema. Mir geht es nur darum, wir möchten einfach mal etwas Konkretes haben, woran wir uns festhalten können. Und da wir jetzt die Medien auch hier haben, möchte ich jetzt auch die Situation ganz, ganz dramatisch mal nutzen. Jetzt geht es gar nicht um Sie, Herr Gies, jetzt auch mit der Bild-Zeitung zusammen. Möchte ich mich auf den Weg machen, um gemeinsam herauszufinden, wo bitteschön sind die Gelder der Aktion Deutschland hilft. Ja, genau. Es liegt den Menschen im Hinterkopf, sie wollen Antworten haben. Wir wollen auch vernünftig recherchieren. Dieter hat mir schon ein Zeichen gegeben, ich soll mal nicht so viel reden. Bin halt so ein Vielschwätzer, aber es ist ganz gut. Und viel Helfer scheinbar auch. Viel Helfer, ja. Das ist gut. Was habe ich gelesen über mich? Unverbesserliche Nervensäge mit großem Herz. Fand ich sehr schön. Passt. Dieter, ich gebe an dich weiter und möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Bitte schön, Dieter. Ich glaube, wir dürfen eines im Moment nicht aus den Augen verlieren. Die mit Abstand wichtigste Person, lieber Jörg, steht rechts neben mir und das ist der Wilhelm. Und so viel habe ich zum Thema Verwaltung auch schon gelernt, dass die Mühlen langsam mahlen. Und deswegen, wenn zwischen Horst Gies und Wilhelm Hartmann es heute Morgen eine Absprache gab, dann steht es uns beiden nicht zu, das zu kommentieren, sondern der Einzige, der das, wenn überhaupt, kommentieren darf, ist der Willi selber. Und der Willi hat gestern eine Mail geschrieben und ich glaube, er ist derjenige, der dazu jetzt was sagen kann, wie es weitergeht. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich dann auch die Worte, auf die wir alle warten, weil alles andere ist kalter Kaffee. Lieber Willi, erlöse uns und sag, wie es dir geht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also, wie ich da eingangs schon gesagt habe, wir standen im Nebelgrauen heute früh zusammen und haben die Mail nochmal reflektiert. Die war halt natürlich irgendwo ziemlich bürokratisch formuliert und für mich waren zwei Seiten herauszulesen, zwei Wege. Es geht weiter oder es geht eben nicht weiter. Und ich hatte halt die negativere Variante für mich gedeutet und so verstanden. Das haben wir heute Morgen aufgeklärt und ich kann sagen, wir haben vereinbart, dass, und das ist für mich jetzt erstmal der wichtigste, der allerwichtigste Punkt, nächste Woche fließt abschlägig Liquidität zu mir von der Kreisverwaltung. Ich sage ganz offen,
Ansonsten hätte ich mich auch gar nicht hergetraut. und das ist ja die einzige Lösung. Ist mir ja völlig klar. Drumherum reden nützt nichts. Wir müssen ebenso wie hier Fakten geschaffen worden sind, Unterstützung für ihn schaffen. Das kann nicht sein. Wir waren zeitweise auch mal in der Situation, dass die Kreisverwaltung Liquiditätsprobleme hatte. Die waren auch nicht so einfach zu lösen. Hier, das haben wir jetzt mit in der Hand. Und das werden wir tun. Was wir dazu brauchen, haben wir besprochen. Und wir haben noch eins besprochen. Wir werden weniger Mails schreiben, aber viel mehr miteinander reden und telefonieren. Und ich glaube, das ist der einzige richtige Weg. Und wenn wir dann noch Unterstützung wieder kriegen, die das Ganze vom Bürokratischen übersetzt ins Praktische, ein Helfer, der seit der ersten Zeit mit dabei ist, da werden wir uns auch in der kommenden Woche drum kümmern. Ich habe gesagt, dann ist er aber auch mit im Boot und als Vermittler und dann will ich ihn auch hier haben. Du bleibst hier? Ja, ja, wenn er mich mal antwortet. Also ich werde beantragen. Super. Vielen, vielen Dank an jeden, an jede Person, die hier steht und anwesend ist. Ich muss sagen, ihr seid echt Wahnsinn und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir heute noch schaffen können. Ne? Wir haben noch viel vor. Ja. Das ist der Mann der, der Stunde hier. Stell dir mal den Chef Udo vor. Udo Carsten. Applaus. Wir aus dem Münsterland. Und gut gelaufen, oder? Ja. Du bist zufrieden, würde ich mal sagen. Ne? Ja, knapp, aber Ende gut, alles gut. Das war nicht ganz einfach. Echt Wahnsinn. Ja, so, und jetzt geht's zum Offiziellen. Ja, Willem, wie sieht's denn jetzt aus? Wann wird Haribo übernommen? Ja, also, ich hatte dir ja schon mal was gesagt. Einen persönlichen Wunsch habe ich. Eine Werksbesichtigung bei Haribo mit Verköstigung. Ne? Mit Verköstigung. Ja. Ja, sag mir nur ganz schnell, bist du happy. Die Augen leuchten. Moment, Waschmaschine, aber es geht in die positive Richtung. Ja, kommt es rein. Danke, aber auch warum? Ich habe heute ein ganzes Stück wieder an Glaubwürdigkeit in die Politik zurückbekommen. Ich glaube, es geht euch allen so, oder? Ja. Ja. Weißt du, was wir jetzt machen? Wunderbar. Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Du bist Facebook Live und ich bin Facebook Live. Wir filmen uns jetzt gerade gegenseitig. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja total verrückt immer. Aber der hat auch eine ganze Menge hier bewirkt, muss man schon sagen. Ich kriege ja immer mit, was für ein Hintergrund läuft. Sag mal, bis die Herren da sind. Der hier. Ich stehe jetzt mal auf. Zum Ausdruck gebracht haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Moment heute. Aber Willi, es wartet ja noch ein ganz großer Moment auf dich. Und jetzt habe ich tatsächlich diesen Text da gar nicht dabei. Machen wir so. Jetzt bin ich anders drauf. Ganz genau. Jetzt ist unser Duracell-Häschen nämlich völlig auf. Du bist da. Ich bin da. Immer da. Also du bist immer da. So, ich glaube, da ist eine riesen Überraschung und sie passt jetzt heute wirklich perfekt. Also, let's go. Ja, wie ihr wisst, die Leute, die mich kennen, wissen ja, ich bin ein großer Freund von Wortspielen. Und wir haben ja drüben das Baustoffzelt Kaiser und hier vorne haben wir ja auch den Kaiser stehen. Ja? Und wir haben hinter mir deinen Applaus. Danke. Ja, die Spannung steigt, oder? Und wir haben hinter uns das Containerdorf Wilhelmshaven. Und in vielen Live-Videos, auch von Markus, lieber Markus, die du gemacht hast, gab es dann, als diese Geschichte mit Wilhelmshaven und dem Baustoffzelt Kaiser immer wieder thematisiert wurde, dann gab es ja das erste Wortspiel Wilhelmshaven und dann gab es das zweite Wortspiel Kaiser Wilhelm.
Und dieses Wortspiel Kaiser Wilhelm hat in mir natürlich unglaublich etwas ausgelöst. Und zwar der Gedanke, ein Denkmal zu schaffen für Kaiser Wilhelm. Und dann war aber die Frage, wie setzt man so etwas um? Ja? Und dann habe ich einen tollen Anruf bekommen von den Fluthelfern aus Nordschwaben. Die kommen mit 50 Leuten mit dem Bus hier runtergefahren und arbeiten 2 Tage und fahren dann wieder weg und sind dann beim nächsten Wochenende wieder hier. Eine unglaubliche Truppe. Und der Jochen Kitzinger von den Fluthelfern Nordschwaben hat mir erzählt, dass in Dernau die Bushaltestellen von denen hergerichtet wurden. Und zwar von Dennis, der Name kommt gleich. Und das ist der Künstler, der auch mitgeholfen hat bei den Bushaltestellen. Ja? So, jetzt habe ich den Namen. Dennis Indra. Dennis Indra, genau. Und das ist derjenige. Und da habe ich den Jochen gefragt, sag mal, kann der auch Gesichter machen? Und da hat er gesagt, ja, na klar. Ich sage, ich hätte eins. Ich hätte da eins. Und dann hat er gesagt, schick mal ein Foto. Das heißt, wenn wir jetzt den Kaiser Wilhelm hier enthüllen, ist die Vorlage hierfür das Foto gewesen, nicht ein Original. Deswegen hoffe ich, dass wir relativ nah dran sind, weil nur vom Foto ist es nicht ganz einfach, so etwas zu machen. Und jetzt, lieber Kaiser, lieber Wilhelm, hier ist für euch der Kaiser Wilhelm. Komm zu mir. Hier ist für euch der Kaiser Wilhelm. Und Martin Luther King hat eins gesagt: I have a dream. Und lieber Kaiser, lieber Wilhelm, wenn ich heute einen Traum habe, dann ist es dieser, dass Kaiser Wilhelm genau so lange bleibt, bis wir hier fertig sind. Ich danke euch von Herzen. Ich danke allen, die jetzt den Spieß noch mal richtig rumgedreht haben. Ich danke für die positive Stimmung, die wir jetzt haben. Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, Udo, du wolltest noch was sagen? Du hattest hat sich erledigt. Hat sich erledigt, alles klar. Auch du hast deine Probleme positiv gelöst. Wie immer. Also, deswegen vielen Dank auch von meiner Seite an alle Beteiligten. Wir haben unglaublich viel erreicht in den letzten 24 Stunden. Das war sehr aufregend, gigantisch. Und deswegen... Super, wir lassen den Kaiser Wilhelm stehen. Wir müssen mit dem Ortsvorsteher sprechen, wo er hinkommt. Wir finden einen Platz dafür. Und euch jetzt alles Gute, genießt es. Lasst euch jetzt mit dem Kaiser Wilhelm mal schön ablichten hier. Und alles Gute, schönen Tag zusammen. Tschüss zusammen. Dankeschön. Ein bisschen, ne? Christian Schlamm, Flügel auf Dauer. Und zufrieden alle. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist mal wieder Wahnsinn. Die Gefühlswaschmaschine war in den letzten 24 Stunden wieder sehr aktiv im Schleudergang. Und ich habe auch schon dem einen oder anderen gesagt, man muss ja ab und zu mal was für den Kreislauf tun. Ne? Und das ist uns, glaube ich, jetzt allen gelungen. Also vielen, vielen Dank. Ja, Kaiser, du musst auch noch was sagen. Ja, danke schön. Meine Stimme ist leider heute ein bisschen weg, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Ist auch eine große Ehre für mich. Ich sage immer nur, ich bin hier, um den Haufen zusammenzuhalten. Und das möchte ich auch weiter so tun. Und bedanke mich auch nochmal recht herzlich für jeden, der mich im Baustoffzelt unterstützt oder uns unterstützt. Ich muss nicht sagen, ich. Wir machen so weiter wie bisher. Das habe ich den Jungs auch gestern Abend und den Mädels gesagt. Und wir rocken den Laden weiter. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei allen Leuten, bei allen Helfern etc. pp. Ich bin nur einer von wenigen. Ich kann gut organisieren, koordinieren etc. Das setze ich hier um. Ohne die ganzen Helfer, die hier jeden Tag, wir sind mit 25 bis 45 Leuten am Wochenende, bestimmt sogar mit 50 Leuten im Baustoffzelt, die uns alle unterstützen, die uns helfen. Ich habe die langfristigen Leute da, die langfristig genauso wie ich hier sind. Ich werde noch lange hier bleiben, unterstützen. Ohne die wird es nicht gehen, weil man braucht ein bisschen Struktur etc. pp. Ein ganz großes Dank auch hierfür. Ich fühle mich geehrt.
Es ist Wahnsinn. Ich habe jetzt auch gerade die Waschmaschine. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Und ein Dank geht natürlich auch an alle Helfer, nicht nur im Baustoffzelt. Für alle, die hier hinkommen und hier im Ahrtal helfen. Ich wollte eigentlich nur einen Tag mit dem Helfer-Shuttle runterkommen, aber das A-Fieber hat mich so erwischt. Ich bin hier. Und ja, Dankeschön. Danke. Super. Ja, danke, lieber Kaiser. Es gibt noch eine Zahl, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir knacken mit dem heutigen Tag die gespendete Baustoffsumme in Höhe von 2 Millionen Euro, die wir hier... Ja, wir haben durch Firmen und Privatleute hier Spenden in Form von Baustoffen, von Werkzeugen, von allem, was hier umgeschlagen wird, mittlerweile auch weiße Ware, wirklich hier durch die Verschenker mittlerweile 2 Millionen Euro geknackt. Und das ist defensiv gerechnet, also wir haben jetzt nicht den teuersten Ladenverkaufspreis angesetzt. Wir führen da eine gewisse Statistik jetzt seit einer gewissen Zeit und haben auch jeden Tag hunderte bedürftige Haushalte hier. Wir zählen nicht die Personen, wir zählen die Haushalte. Und es wird hier alles jetzt festgehalten, denn das ist phänomenal. Bitte spendet weiter, LKW-weise bitte. Ne? Okay, Dankeschön. Aber wenn ihr LKW-weise kommt, meldet euch an, wir müssen euch disponieren, bitte. Danke. So, Markus noch da? Markus, da bist du. Markus, ich habe an dich einen ganz besonderen Wunsch. Und ich weiß, du wirst mir oder uns diesen Wunsch erfüllen. Mein Wunsch ist, dass du gleich mit diesem Traktor fährst, ja, aus dem Jahr 1955. Der Wilhelm sitzt rechts oder links und ich sitze auf der anderen Seite. Ich möchte unbedingt einmal mit dir Traktor fahren. Das ist mein ganz großer Wunsch. Willst du das tun? Natürlich. Ja, super, danke dir. Machen wir. Eine Traktorfahrt mit Markus Lipperfürth. Der Eintritt ist frei, Kinder zahlen die Hälfte. Super. Okay, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Fototermin hier und ich danke nochmal allen Medienvertretern für die Anwesenheit. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ganz, ganz toll. Das hat uns unglaublich viel den Rücken gestärkt. Vielen Dank. Ja. Genau. Ich bin noch live. Okay? Das kam ganz, ganz einfach aus. Und das ist normaler Klick. Das mit der Redaktion zusammen. Das ist iPhone. Deutschland. Und möchten dann bitte genau. Ja, nee, eben von iPhone habe ich. Welche und was wird ihm tun? Ja, die Medienvertreter helfen sich hier untereinander. Ich bin ja kein Medienvertreter. Nicht? Nee, ich sah so aus. Nur einfach normaler Helfer. Was hast du jetzt vor? Ja, ich habe mir gedacht, wir schnappen uns nochmal den Horst und den Willi, um es vielleicht nochmal in etwas vertrauterer Atmosphäre, hätte ich jetzt fast gesagt, nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich finde aber auch, dass die Gelegenheit ist, um mal Danke zu sagen, weil, wie du ja weißt, du warst ja selber bei der Sendung dabei, die wir, ich glaube, das war jetzt Anfang September gemacht haben, wo es darum ging, nicht mehr übereinander, sondern miteinander reden. Das war ja damals mein Motto. Haben wir die Seiten zusammengebracht. Damals war Guido Ochten dabei, Horst Dies und Begonia Herrmann vom Krisenstab. Und auf der anderen Seite habt ihr gesessen, das heißt, du warst dabei, der Tobi Schott und der Tilo Vogel von den Dachzeltnomaden, ja auch eine Organisation, die seit über 70 Tagen hier im Einsatz ist. Und ich fand, das war so, ja, für mich schon so wie so ein Startschuss, dass eben tatsächlich nicht mehr übereinander, sondern miteinander geredet worden ist, dass da in so einer Lage auch immer wieder Sand ins Getriebe kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, glaube ich, verständlich, ist vor allem verständlich für die Menschen, die hier sind. Als Außenstehender glaubt man vielleicht eher, dass man das mal eben so regeln kann. Ich denke, dass das hier in der Situation, wenn man hier drin steckt und das alles live miterlebt, sowohl das Positive als auch das Negative, dann ist das nochmal deutlich schwieriger. Aber ich glaube, dass das schon sowas wie so ein Impuls und so eine Initialzündung war und dass wir gesagt haben, wir müssen tatsächlich versuchen, ins Gespräch zu kommen und das ist uns gelungen. Und ich bin seitdem auch im regen Austausch mit Horst Gies. Ich habe ja vergangenes Wochenende, quasi heute vor einer Woche, habe ich
fast mittags hier mit euch ja gestanden. Nee, das war sonntags, ne, als ich die Radtour gemacht habe. Ne, übrigens, ich habe mir die Bilder schon angeguckt, sind fantastische Bilder. Also vom Blankenheim bis Sinzig mit dem Rad. Wann können wir damit rechnen? Dass wir ja, wir werden jetzt vielleicht so, ja, so ein paar erste Appetithäppchen mal zeigen. Aber Fakt ist, der Marius hier, mein Kameramann und der Nico, die haben, ich glaube, pro Tag 5 oder 6 Stunden Rohmaterial gedreht. Also wir sind bei 18 Stunden Rohmaterial. Und wir haben halt auch viele Gespräche geführt, was ja unser Ziel war. Und das gilt es jetzt auszuwerten. Und ja, wir wollen natürlich ein tolles Produkt abliefern. Ne? Also wir wollen es jetzt nicht, ich sag's mal salopp, einfach so dahinrotzen. Aber das nur am Rande. Aber da habe ich ja auch mit Horst Gies gesessen in seiner zerstörten Heimatstadt. Und ich finde, er hat eben ganz, ganz tolle Worte gefunden. Ich meine, das ist ja auch bei dir und bei mir gepostet worden. Worte ist das eine, Taten das andere. Deswegen haben wir ja zum Schluss den Willi nochmal gefragt, wie es ihm geht. Und ja, ich glaube, dass da auch rübergekommen ist, dass es jetzt weitergeht. Das ist die entscheidende Botschaft. Und ich glaube, mit der Aussage kann man nicht nur leben, sondern mit der Aussage kann man, auf diese Aussage kann man aufbauen. Und ich glaube, das ist so, gerade auch für die Helfer, die hier im Einsatz sind, somit die wichtigste Botschaft des Tages gewesen. Und du hast, glaube ich, auch diese Erlösung gespürt, also dass die Menschen einfach genau darauf gewartet haben. Und ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich happy. Und dass das jetzt so gekommen ist. Aber für alle die, die das jetzt sicherlich auch nochmal fragen, hinterfragen und auch posten werden, Wort ist das eine, Taten das andere. Und die Verwaltung wird nur an die Taten gemessen. Und ich glaube, Horst Gies hat heute so Klartext geredet, dass klar ist, dass er diesen Worten auch Taten folgen lassen muss. Und ich bin überzeugt, dass er ein Typ ist, der auch Taten folgen lässt. Und das ist das, was die Menschen hier als Signal brauchen. Und deswegen bin ich echt ziemlich erleichtert, dass das heute in der Form stattgefunden hat. Übrigens, Thomas, komm mal kurz dabei. Er ist der Sonnenaugengrinsemann. Genau, weil ich finde, dass der Thomas eben, dein Wort war Besonnenheit. Ne? Ich hab immer von konstruktiver Kritik gesprochen. Ne? Also lass uns konstruktiv miteinander umgehen. Du hast eben das Wort Besonnenheit gewählt und ich finde, er hat vollkommen recht. Also bei allem, das geht dir ja genauso und du bist ja ständig hier im Einsatz. Du verstehst den Frust. Du kannst das alles nachvollziehen, dass die Menschen halt irgendwie sauer sind und enttäuscht, gerade von außen, wenn man das nicht so miterlebt. Aber ich finde, du hast das super auf den Punkt gebracht, dass es eben nicht mit der Brechstange geht. Ja? Also wir können auch das Ahrtal jetzt nicht in 6 Monaten wieder aufbauen. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Ich habe das auf meiner Radtour jetzt erlebt. Ja, ich bin von Blankenheim ja bis Sinzig gefahren. Ich habe diese Zerstörung mir angeguckt. Das ist die größte Baustelle Europas, die wir hier haben. Und zwar auf Jahre. Und ja, und dafür eben viel das Wort Marathon. Dafür braucht es einen langen Atem. Dafür braucht es Leute wie dich und all die ganzen anderen. Und ja, wenn man dann da den Kopf nicht verliert, also das Herz dabei hat und auch noch einen klugen Kopf auf den Schultern, dann finde ich, ist das genau die richtige Kombination. Das ist das, was aufbaut. Und deswegen an der Stelle auch mal mein Kompliment an dich und an euch. Dankeschön. Und ich glaube, dass es nur so geht. Aber nochmal, der entscheidende Punkt, die wichtigste Person heute ist ja Willi. Und ich glaube, dass ihm heute echt ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ich bin froh, dass wir das alles gut regeln konnten. Also wir haben ja die halbe Nacht durch und heute Morgen ja super viel auch nochmal regeln können und haben auch nochmal Aussagen auch, ich will nicht sagen erzwingen, aber wir konnten auch einfach nochmal alle dazu bringen, zu sagen, sich hinzustellen, jetzt haltet euer Wort, steht hier parat, steht eurem Mann und ich denke mal, das haben wir alle ganz gut bewiesen und der Wilhelm wird uns spätestens am Dienstag sagen, dass alles angekommen ist, aber wir haben natürlich uns ich zeig's dir schon mal. Wir haben keine Mühe gescheut und haben direkt schon mal. Ach komm, ich bin nur so neugierig. Ja, bin ja da. Werden wir gleich mal posten. Ja, komm mal dazu, damit wir dich dabei sehen. Teilen wir gleich. Das ist ein Bild. Und das ist auch die beste Variante, die jetzt passiert ist. Und vor allem, dass es sich jetzt aufgelöst hat. Ja, also ihr könnt eure Demos wieder, die ganze Planung, bitte fahrt das wieder runter. Genau. Das würde jetzt nichts bringen. Also ich habe heute Morgen, als ich davon gehört habe, gestern Abend, habe ich ja auch mit dem Horst Kontakt aufgenommen. Und er hat mir, also das habe ich ja in meinem Post auch klar gemacht. Ich konnte natürlich nicht alles sagen, aber ich habe gemerkt, da ist was in Bewegung. Ihr wart in Gesprächen. Das war mit Abstand das Wichtigste. Und eines muss man ja Thomas auch mal ganz klar sagen, ja, dass er das sofort aufgreift, dass er auch ein Stück weit, und er weiß, was uns
los gewesen. Er hat es ja eben so schön gesagt, ne? Ich bin ja nur hier, weil es eigentlich positive Nachrichten waren. Aber dass er den Mumm hat, das auch zu tun. Wir hauen immer auf Politik und Verwaltung drauf. Ne? Und ich finde, das finde ich, muss man auch mal anerkennend sagen. Klar, es ist immer einfacher, wenn man mit positiven Nachrichten kommt, aber er hat sich heute Morgen in aller Herrgottsfrühe mit dem Thema auseinandergesetzt. Absolut. Ja? Und vielleicht hätte er heute Morgen lieber gefrühstückt in Ruhe mit der Familie, ist aber stattdessen hier hingekommen und hat diese wichtige Aufgabe wahrgenommen. Und ich finde, das muss man auch mal anerkennen. Nochmal, bei allem verständlichen Frust, den ich von der Community in Grenzen nachvollziehen kann, ja, aber dass er kommt und sich stellt, finde ich, ist erstmal auch für die Menschen hier genauso ein wichtiges Zeichen, dass auch so Leute wie du, Willi, Markus, wie sie alle heißen, hier sind. Und er hat am Ende gesagt, es geht nur mit dem Miteinander. Und ich glaube, das ist heute nochmal richtig deutlich geworden, was ich sehr erleichtert finde. Oh, jetzt bin ich dran. Ich habe den nächsten Termin um 11. Ja. Ja. Tschüss. Willst, willst du mitfahren? Wir haben noch Platz 2. Danke. Also. Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt geplant ist. Will der Fan überfahren hier? Losfahren. Ich habe da nur Baut schon gesehen, der ist richtig strapazierfähig. Ja? Aber der macht einen Satz von hoch. Ne? So, hier wird es ein bisschen lauter. Gehen wir hier rüber. Ja, jetzt ist die Geräuschkulisse hier nicht mehr übertragungsfreundlich. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Hi, hallo zusammen. Alles klar, ciao. Alle fragen immer, was ist mit Dispo, Dominik? Ja, eine etwas längere Nacht gehabt. Ich musste nochmal Heimat zurück, ich musste da ein Lohnunternehmen unterstützen. Waren wir wieder heute Morgen 6:30. Halb 7 ging dann schon wieder mein Handy. Gestern stand es auch nicht still wegen der Sache mit dem Wilhelm. Also ich habe auch bis spät in die Nacht telefoniert, während ich am Fahren war ohne Ende. Also ich bin froh, dass jetzt endlich so ist. Okay, die logistische Meisterleistung mit dem Helfer-Shuttle, mit dem Wilhelm, mit dir, mit allen hier zusammen. Da wird noch mal ordentlich was uns abverlangen. Ja, ich würde eher sagen mit dir. Ja, Thomas hat auch schon mit mir gesprochen, dass ich mit zum runden Tisch dazu soll. Wie, wann, wo, was. Ja, jetzt heißt es für mich jetzt erstmal zum Luis rüber. Ein bisschen Bagger versetzen, im Trecker fahren und dann... Ja, stimmt, ab 12 Uhr, ne? Soll irgendwo eine Erdkarre hin von mir, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Irgendwie sowas soll auch sein, genau. Wir müssen auch jetzt noch einen Bagger versetzen. Aber eine Arbeiter, ne? Geht das, oder? Oh, ist egal. Der Bagger geht auch wieder... Es ist heute Morgen wieder so viel unterwegs, mit dem bisschen Schlaf, den ich so gerade eben hatte. Ja. Also wenn ihr ihn irgendwo am Straßenrand schlafen seht, weckt ihn nicht auf. Lasst ihn schlafen. Einfach mal einen Trecker stehen, lasst ihn schlafen, genau. Genau. Nein, aber ich bin froh darum, dass das ganze Thema jetzt durch ist, dass wir wissen, wie es weitergeht. Es hilft den Leuten ja auch. Und ja. Ja. Gucken, was die Tage so kommt. Okay, danke. Und du bist schon wieder gewappnet für schlammigen Untergrund? Nee, ich wollte gleich nochmal die Höhen hier ein bisschen messen. Die will ich mal festhalten für mich jetzt persönlich, weil das werde ich nicht mehr öffentlich machen. Ich möchte nur mal darstellen, welche Höhen so manche Gebäude haben, die hier geduldet werden. Mhm. Schriftlich, ne? Und welche Höhe unser Containerdorf zum Beispiel hat. Ich finde es einfach mal interessant. Ich will ja irgendwann mal ein Buch schreiben, habe ich gesagt. Ja, genau, habe ich jetzt auch mitbekommen. Solche Informationen. Aber was ich gestern noch krass fand, war das Video, was du wiederholt gepostet hattest, wo du mit Wilhelm oben an der Brücke standest. Ich glaube, das war Tag 2 oder so sogar war das. Musst du dir vorstellen, da stand, wären wir jetzt ersoffen. Also da, wo du jetzt stehst, wir wären ersoffen. Steckt ein Auto mitten in der Anschwemmung, glaube ich, ne, im Schotter. Ja, aber ich meine, das Wasser floss. Das Wasser war hier noch, das floss hier noch. Genau, also genau. Wir wären jetzt so knapp ein bisschen arschnasse Füße. Es ist, wenn man überlegt, was wir jetzt schon geschafft haben. Ja, das ist schon was. Ja, auch wenn man manchmal denkt, wir haben noch nicht viel geschafft, aber... Doch, ja. Wir haben viel geschafft. Danke dir, Dominik. Nicht dafür. So. Markus, ja? Grüß dich. Hi, du bist live, hallo. Ne? Ja, ich bin live, richtig. Ich bin der Udo, ja genau, von den Elektroseelsorgern. Und
wir kennen uns ja nur leider noch nicht persönlich jetzt. Ja. Telefonisch haben wir schon ein paar Mal gehört. Die Sabine und ich, die von den Roundtables. Ne? Nein, ich bin vom Attention Show Presenter der Helferwerkstatt. Genau, die Helferwerkstatt hier nebenan. Und würden dich natürlich auch gerne nochmal bitten, vielleicht nochmal mit rüber zu kommen zu uns. Einmal um den Fortbestand des Dorfes zu sehen, was wir aufgebaut haben. Und nochmal kurz mit dir sprechen, wie es hier dann in Waldpforzheim auch noch für uns weitergeht. Das, die Frage stellt sich mir nämlich auch, ob ihr mit nach oben zieht oder wie das weitergeht. Also laut Aussage jetzt mit dem Herrn Gies, ist gerade besprochen, können wir den Standort hier unten behalten. Und, aber wir müssten das nochmal im Einzelnen ganz genau jetzt durchsprechen, weil wir ja gerade auch alles am Aufbauen sind und die Räumlichkeiten werden erweitert, die werden winterfest gemacht. Unsere Sponsoren haben jetzt sich jetzt am Wochenende bereit erklärt. Der Kran steht ja da und wird gerade aufgebaut. Ja, ich habe schon eben sowas gesehen. Ja, genau, richtig. Da würde ich auch gleich dich bitten, vielleicht mal kurz mit rüber zu kommen, wenn du noch Zeit hast. Ja. Und dass wir denn die Sache finden. Des Weiteren wollte der Stefan noch mal mit dir ein, zwei Fragen abklären, wenn wir denn hier mit den Medien durch sind. Ja, das kann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja. Weil ich habe eigentlich jetzt direkt zwei Anschlusstermine, auch mit den Medien. Die wollen irgendwie ein Porträt über mich machen, keine Ahnung, was das genau heißt. Ne? Ob die mich jetzt malen wollen oder... Auch nee, keine Ahnung. Ja, okay. Ich lasse mich da überraschen. Wenn du gleich noch Zeit hast, eben rüberzukommen, wäre ganz nett. Ich komme auf jeden Fall nachher nochmal. Das wäre für uns positiv. Und dann auf den Traktor gewünscht. Oh, ich muss auf den Traktor? Alles klar, ja, dann gehen wir. Bis später. Soll ich weiterfilmen für dich? Kannst du gerne machen. Ich hab Markus Handy. Traktortour zurück.
Dankeschön. Weißt du, Herr Sprecher? Würdest du mir einen riesen Gefallen tun? Was denn? Ich hätte gerne einen Unterschrift. Ja, kannst du machen. Das ist super. Aber hier vorne irgendwo hin. Und jetzt schreibst du mir bitte auf meinen Weg. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Darf ich den Wilhelm mal kurz vorfahren? Ja, ich auch. So, den lasse ich jetzt hier lieber stehen, bevor noch was passiert. Ja, hier ist, wie gesagt, richtig was los gewesen. Gerade die Tour mit dem Traktor, wunderbar, so wie früher. Und für mich aber ein ganz besonderer Mensch, der, glaube ich, gerade am Telefonieren ist, weil ohne den wäre hier, glaube ich, relativ wenig passiert. Kann ich nachher mit dir ein Foto machen? Ja, ja, Foto machen, klar. Toll, was ihr macht, toll. Dankeschön. Ganz tolle Menschen hier überall. Er telefoniert, mit ihm muss ich noch sprechen. Hallo. Ja. Hat geklappt, ne? Ja, super, komm, lass es drücken. Ich hab schon gemerkt. Ich hab so geholfen. Also ich bin dem Bürgermeister, das alles, der ganze Schub, der heute gesammelt wird, ihr fahrt Privathaus. Ich hätte es gemacht. Ja, ist Gott sei Dank gut gegangen. Weil es ist schon deutschlandweit viel angekündigt gewesen jetzt. Also nochmal hier an euch alle, die zu Hause jetzt zuschalten. Es hat geklappt, Wilhelms. Kosten werden schon, nächste Woche wird ein Abschlag bezahlt. Bitte, bitte alle Demos und alles wieder runterfahren. Ja. Ein bisschen Demo, der doch mal gut. Ja, die machen wir irgendwann noch. Und pass auf dich auf. Gleich hört's. Markus, bist du zufrieden? Das ist schwierig heute. Weil ich habe jetzt noch zwei Termine. Ja. Das dauert ganz genau 5 Minuten. Ja, das ist das Problem. Immer deine 5 Minuten. Ja. Warum geht's denn? Ja, darf man nicht? Das jetzt nicht gepostet. Warte, ich guck mal auf meinem Handy was mit deiner. Ist egal. Markus, hat er das jetzt nicht gepostet, die Traktorfahrt von dir? Ich habe es gefilmt, auf live auf Facebook. Mit seinem Handy habe ich gerade die Traktorfahrt live auf Facebook gesetzt. Da haben wieder zwei Sachen von den Schmieden, die haben uns das wäre jetzt fatal. Ich bin aber heute selber nicht da, die macht der Jürgen. Aber ich mache direkt davon. Okay, ich komme nachher mal hoch. Ich bin jetzt mit dem Team. Ist das noch da? Okay. So. Thomas, ist das Traktorfahrt jetzt weg? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als wäre es noch da. Ich habe es auf meinem Handy auch noch. Also da ist es, ist nur abgebrochen. Ja. Aber es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ich habe mit dem Landrat gesprochen. Es gibt ein kleines Zelt für ich guck mal die Schnellverzüge. Im Brötchen. Jetzt alle! Ein verrückter Tag. Oh ja. Heute werde ich gekreuzt von dir. Also die Stimmung ist, glaube ich, ganz gut hier, ne? Wilhelm, das haben wir auch dir zu verdanken. Geschickt verhandelt oder hat sich von allein ergeben heute? Ja, ich sag mal so, die Rückmeldungen auf meinen Brot gestern, der ja, ich sag mal, schwer im Herzen getroffen wurde, die haben das dann ausgelöst. Ja. Also deswegen danke an jeden Einzelnen, der da eine Rückmeldung gegeben hat. Darauf. Egal auf welchem Kanal und wohin. Die ganze Nacht durch. Ne? Ich habe auch nicht geschlafen. Also heute Nacht war es schwierig. Vor allem war das so spannend. Ich habe dann immer wieder aufs Handy geguckt. Das ist nett, verstehst du. Bitte schön. Ein Zündling. Für mich? Ja, für dich. Echt? Krass. Ach so, ihr seht schon hier. Ihr wisst, was ich jetzt gleich vorhab. Danke, Wilhelm. Da sage ich niemals nein. Hallo. Nee, ist an. Ich bin einen losgeworden. Was denn? Wilhelm hat eben noch eine Lampe unterschrieben. Ja. Da musst du gleich auch noch. Die steht auch jetzt bei mir im Auto. Okay. Du darfst nicht abhauen. Nein, ich hau nicht ab. Ich glaube dein Vermessungsgerät. Ich hau nicht ab. Nein. Nein. So, also ich bin am Eingang. Markus, Kuchen haben wir hinten ganz frisch gebacken. Kuchen ist auch da. Nein, der beste Kuchen ist im Zelt. Der Käsekuchen, den Margarine, den habe ich gebacken. Ich stelle gleich mal hin. Ja, ich will jetzt nochmal hier was vermessen, aber erstmal esse ich was. Ich werde gleich nochmal live gehen, weil es kommt ganz viel Baumaterial hier gleich an. Der LKW ist wohl unterwegs von 80 Euro Waldi, beziehungsweise von anderen Leuten, die das organisiert haben. Und das möchte ich auf jeden Fall gleich live mitnehmen. So, hier der Zindling.
Ich muss mir gleich noch eine Metallkauleiste einsetzen und dann geht's los mit dem Zindling und vor allem die Höhe will ich hier mal einmessen. Okay, bis später. Tschüss. So, wir waren gerade in Dernau, wollten zum Kinderfest und mit deinem Sohnemann hinten drin noch. Wir stehen jetzt hier an der Stelle, wo es vor 3 Monaten losging, ne? Sozusagen. Ein paar Meter weiter noch, aber ja. Ja. Und heute war ja ein guter Tag, aber ich muss sagen, ich bin so kaputt. Ich wollte eigentlich noch zu den zur Krake, die sind hier auch Müll am Sammeln. Mhm. Vielleicht fahre ich noch mal kurz an die A, vielleicht sehe ich die gerade und sage noch kurz Hallo, aber ich muss nach Hause. Du bist auch komplett fertig, ne? Ja, ohne Schlaf. Und da die letzten Nächte der letzten 3 Monate sowieso schon am untersten Limit waren, schlafmäßig, also bin ich jetzt froh, wenn ich nach Hause komme und morgen mal einen Familientag einlege. Ja. Und ich danke euch nochmal allen für die Unterstützung, muss ich einfach nochmal loswerden. Ja, das war einfach gigantisch heute. Also was ihr im Hintergrund gemacht habt, an Wahnsinn. Und wie gesagt, jetzt ist alles, hoffen wir, auf einem guten Weg. Wir halten es im Auge. Wenn nicht, dann geht es nochmal von vorne los. Aber von meiner Seite nochmal die ganze Hilfe, die da geboten wurde, auch mit Demos und allem. Aus Ostfriesland nochmal vielen Dank. Ihr seid echt der Hammer. Wahnsinn. Überall in Deutschland hat es gebrodelt, aber ich denke, wir können jetzt mal runterkochen wieder. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch total platt, weil ich konnte die Nacht auch nicht schlafen. Das hat uns alle irgendwie bewegt und wach gehalten. Deshalb, ich sehe gar keine Kommentare, aber ich glaube, das ist schon live. Ist auch egal. Naja, ich sag mal, vielen Dank, Wilhelm. Und wir haben uns alle mega gefreut, dass es geklappt hat. Ja. Und jetzt gibt es da noch ein Denkmal, den Kaiser Wilhelm. Das war ja auch nochmal eine Überraschung. Also danke, danke für alle, die so kreativ sind. Es kam ja so viel Post und so viel Geschenke, Basteleien und so weiter. Also vielen Dank an alle, die uns damit auch ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Und wir machen das für alle, die es benötigen und freuen uns natürlich auch über jeden, wie sagt man, Support, über jede Unterstützung und danke, danke. Ja, so Wilhelm, guck, dass du nach Hause kommst. Ja. Kümmere dich um dich und deine Familie. Und so wird's gemacht. Morgen wirklich mal Handy aus und so ein bisschen zumindest. Genau, nicht mehr ständig dranbleiben. Genau, alles klar. Okay. Dann? Euch dann alles Gute. Ich vielleicht fahre jetzt noch zur Krake runter, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo die stecken, aber ich muss auch nach Hause, ich kann auch nicht mehr. Ich bin platt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Die ist auch losgegangen. Die wusste, dass ihre Leute halt Medikamente brauchen. Ne? Du bist jetzt live. Ne? Ja. Hatten wir ja gerade abgesprochen. Ich erzähl mal ganz kurz. Also ich war eigentlich jetzt auf dem Weg, wir wollen jetzt zum Kinderfest nach Dernau. Ja. Und dann kam gerade noch hier ein Herr und meinte, du wolltest mit mir sprechen. Ne? Dann habe ich erst gesagt, ich muss leider los, aber dann habe ich gesagt, komm, wir reden noch kurz. Und das, was du jetzt wieder erzählst, ist für mich wieder, da kommen wieder Sachen hoch vom Anfang an hier und erzähl's einfach mal selber, bitte. Also ich habe die erste Zeit meine Medikamente sind weggespült. Also ich wohne in Ahrweiler und habe wirklich alles verloren. Und meine Medikamente waren weg, das Geld war weg. Und als ich die Apotheke dann erreicht habe, hieß es einfach, ich kriege keine Medikamente, bis ich das Geld nicht bezahlt habe. Aber es war auch gar keiner in der Lage, mir das Geld zu geben. Und dann hieß es vom Staat, die Medikamentenversorgung ist hier gut oder die ärztliche Betreuung. Es war gar nichts. Die ersten Wochen war überhaupt nichts. Ne? Und ich muss das einfach mal sagen, dass man Leute so unter Druck setzt, wenn die so in einer Not sind. Ich bin auch schwer an Krebs erkrankt und ich brauchte das Morphium. Und es war keiner bereit, mir dieses Morphium zu geben oder zu besorgen. Es war nicht möglich. Also wir haben es hier über die Bundeswehr probiert, die haben es nicht hingekriegt. Die haben mich sogar zum Arzt gefahren, also in den ersten Wochen, wir wissen selber, was hier los war. Ne, da war nicht eine Ärztin, nur ein Arzt vor Ort, die uns irgendwie was verschreiben konnten. So, und das sind alles so Missstände, was überhaupt nicht geht. Dass die Menschen bewusst nicht mit Medikamenten versorgt worden sind, weil sie das Geld nicht zahlen können. Ja, also nur nochmal für die Leute hier zur Erklärung. Ja. Wenn du hier überschwemmt worden bist, ich habe es ja selbst mitgekriegt, ihr kennt die Geschichte mit der älteren Dame, die hier in Schluppen rumlief und ich meinte, warum ziehen sie keine anderen Schuhe an? Dann hat sie mir ihre Wohnung gezeigt, alles weg, alles rausgeschwemmt, alles unter Matsch. Das heißt, du hattest ja das Geld da, ne, um die Medikamente zu bezahlen, du wolltest da hingehen, bezahlen, dein Geld ist weggeschwommen, ist nicht mehr da und du konntest dir kein Morphium kaufen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Nichts, genau. Es war auch keiner da, der mir das verschrieben hat.
Es war keiner da und ich wusste nicht, wie ich hier aus Ahrweiler rauskomme. Wir waren ja wie auf einer Insel die ersten Tage. Und ich bin auf Entzug gekommen und musste weitermachen. Ja, ich habe zum Schluss habe ich Blut gespuckt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ne? Und es haben zwei Leute gesehen von der Bundeswehr, die dazu gesagt haben, komm, wir fahren zum Arzt. So, aber der war nicht da. Da war dann eine Sprechzeit von 12 bis 16 Uhr und dann war es das. Nur für Notfälle und Rezeptverschreibung. Aber da bist du nicht dran gekommen, es war keiner da. Und jetzt hast du dir Geld von einer Freundin geliehen, damit ich du... Ich habe mir Geld geliehen und werde das nächste Woche bei der Apotheke bezahlen, damit ich das von den Fuschen habe. Und dann habe ich jetzt Gott sei Dank eine neue Apotheke gefunden, die für mich in Vorkasse gegangen ist, dass wenn die Krankenkasse bezahlt, das zahlen die direkt an sie. Na, sonst musste ich das immer bezahlen im Voraus. Und warst du privat versichert? Ich war privat versichert, aber im Basistarif, also wie ein gesetzlicher. Aber trotz alledem musst du in Vorkasse gehen für alles. Und wie gesagt, ich habe noch nicht mal die Medikamente und das Geld war auch weg. Es war noch nicht mal, dass einer gesagt, komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Nichts, nein, die wird nicht beliefert. Wie lange war der Zustand dann? Bist du das erste Mal wieder... Richtig? 4 Wochen. 4 Wochen. Ich habe selber rumgedoktert mit irgendwelchen Medikamenten, mit Ibuprofen. Ich habe Magenprobleme gekriegt. Aber ich musste mich ja irgendwie über Wasser halten, sodass meine Schwester aus Norddeutschland mir Medikamente geschickt hat, die sie besorgt hat. Und das auch nicht auf normalen Weg. Und du hast schon mal vorher probiert, mich zu erreichen, oder was? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Oh ja, weil es so einige Sachen gibt. Ich konnte nicht mehr. Ich war verzweifelt. Ich habe Angst gehabt, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann das nachvollziehen, habe gerade ein schlechtes Gewissen, weil du mich haben so viele Menschen probiert zu erreichen. Ne? Nein, aber ich kann das auch verstehen. Ja, ja. Ich meine, ihr seid ja absolut gefragt und ihr leistet ja auch wahnsinnig viel. Aber das sind auch die Leute, wo ich ran wollte, wo ich einfach sagen wollte, komm, helft mir. Vielleicht kriege ich durch euch Medikamente oder vielleicht könnt ihr mir helfen oder fahrt mich mal irgendwo hin, ein Krankenhaus, was funktioniert oder könnt ihr mich hier rausholen. Das war ja nicht möglich. Bei uns gab es ja kein Auto mehr. Es hätte mich auch jemand fahren können, aber es ging nicht mehr. Selbst Taxis gab es nicht. Ja. Kann man dir denn jetzt noch irgendwie helfen? Brauchst du irgendwie Hilfe jetzt aktuell? Zum heutigen Tag? Nee. Also du bist versorgt, Krankenkasse bezahlt? Ja, das ist bezahlt, Gott sei Dank. Und ich bin jetzt untergekommen meiner Freundin, solange bis ich wieder in meine Wohnung kann, was wahrscheinlich noch einige Monate dauert. Und ich kann auch nichts annehmen. Ich würde gerne, aber wir wissen ja auch nicht, wohin damit. Wir können es ja auch nicht lagern. Ne? Nachher ist die Hilfe gefragt, aber im Moment kann ich überhaupt nicht. Das hört sich immer so, wie soll ich das sagen, wie hört sich das an, als wenn man es nicht nötig hat oder genau. Unfreundlich ist. Das probiere ich auch hier, euch probiere ich das ja auch mal zu erklären. Die Leute können im Moment nichts annehmen, weil die Wohnungen freigestemmt sind. Du kannst keine Möbel reinstellen, kannst keine Elektrogeräte. Also es ist nicht böse gemeint, wenn die Leute das im ersten Moment jetzt ablehnen. Das ist einfach zu früh. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Ne? Du hast noch was gesagt, und zwar, du hast eine Elementarversicherung, ne? Mhm. Wusstest das erst gar nicht, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe ja gar keine Verträge, nichts mehr gehabt. Und jetzt? So, dann habe ich mir das schicken lassen, weil man hat mir gesagt, ich hätte keine. Es hat sich eine Dame darum gekümmert und die hat gesagt, ich hätte keine. Und jetzt habe ich eine Versicherung und habe ihr das auch noch gesagt. Aber da ich ja vom Amt lebe, muss ich das Geld wahrscheinlich ans Amt zurückführen. Das heißt, ich werde mir keine eigenen Möbel kaufen können, obwohl ich die Versicherung selber zahle. Ich zahle diese Versicherung und bekomme jetzt das Geld. Und das ist nicht das, was ich da drin stehen hatte. Es ist weniger, viel weniger. Ja, aber ich darf mir wahrscheinlich keine neuen Möbel kaufen. Ich muss dann, wenn gebraucht, nehmen das, was man mir zeigt oder anbietet. Würdest du da eine Beratung annehmen, wenn jetzt einer sagt, hör mal, ich kenne mich damit aus, gib mir die Nummer von der Frau, ich regel das. Ja. Weil es kann nicht sein, dass du, also es kann einfach nicht sein, was du erzählst. Du bist doch, also klar kann das sein, aber das darf nicht sein, sagen wir es mal so. Es darf nicht sein, aber man schämt sich auch für alles. Weißt du, ich bin die erste Zeit, ich kann auch so schlecht um Hilfe bitten. Na, ich bin das einfach nicht gewohnt. Aber du brauchst dich doch für nichts zu schämen. Ja, ich weiß, aber du sagst es so einfach. Wie ich das erste Mal Geld in die Hand gekriegt habe, da wäre ich am liebsten in Erdbogen versunken. Es waren 60 Euro, ich habe mich so geschämt.
Also schön war es nicht. Aber dafür sind wir alle hier. Und ich bin jedem dankbar. Ich bedanke mich hier, obwohl ich in Ahrweiler wohne, ich bedanke mich hier in Weilpforzheim bei allen Leuten, die mir entgegenkommen, weil sie einfach toll sind. Ja? Und das, ich sag mal, das sind lebende Engel, die hier sind. Ne? Auf der einen Seite, ich habe es auch Mäuschen die Tage erzählt, auf der einen Seite bin ich dankbar, dass das passiert ist. Weil die Menschen mal wieder wissen, was wichtig ist im Leben. Ja. Das hört sich blöd an, es ist ganz schlimm, was passiert ist, aber auf der einen Seite sage ich mir, jetzt wissen viele Leute, worum es geht. Viele. Ja, das wird dir innerhalb von ein paar Sekunden bewusst, dass das Leben was ganz anderes mit einem vorhaben kann, als das, was wir immer in unseren Köpfen haben. Ne? Ich habe das Gleiche schon mal erlebt in Thailand. Ich habe den Tsunami überlebt 2004. Und da war ich diejenige, die helfen konnte. Also wir sind wieder hingeflogen und haben wieder mit aufgebaut und haben Freude daran gehabt. Ich weiß, wie das ist, was für ein schönes Gefühl das ist. Aber ich wäre gerne jetzt auf der anderen Seite. Weißt du? Nee. Du ruhst dich jetzt mal aus und wir helfen dir. Also jemand, der sich mit Versicherungswesen exakt auskennt, am besten Jurist, denke ich mal, könnte sich deiner Sache annehmen, möchte mir bitte eine PN schicken. Meine Admins im Hintergrund werden die PNs jetzt alle verfolgen und du gibst mir gleich deine Telefonnummer und dann kriegen wir das hin. Ja? Okay. Und wenn es sonst fehlt, rufst du mich an. Dann gehe ich auch dran. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ne? So, ich danke euch für die Hilfe im Hintergrund. Ihr wisst Bescheid. Danke euch. Sorry, ich muss jetzt gerade noch hier sein. Ach so. Okay. Aber dann können wir direkt drüber. Okay, ich bin da drüben am Auto, ne? An da drüben? Spatzen da. Okay, Jagdschutz. Ja. Gehen wir auch live? Ich bin live. Du bist live? Ja, auch. So, hallo. Das hört sich aber anders an als Eifelplatt. Der Carsten hat dafür gesorgt, dass der größte Teil der Hilfsgüter heute, die er so dringend braucht, Baustoffe, ankommt. Der Ruhrpott ist auch mit dabei mit dem Tommy und von den Bayreuthern der Dieter. Die konnten natürlich jetzt nicht in Vertretung bei sein. Aber das Team 80 Euro, weil die Waldi ist leider drehen. Aber im Herzen ist er dabei und der Rest machen wir. Beate habe ich angerufen. Die hilft uns natürlich wie immer fleißig und du natürlich auch, Markus. Die Beate ist so eine gute Fee. Nee. Jedes Mal, wenn es bei mir schief läuft, bist du das. Das muss ich es ausbaden. Wir machen das schon. Ne? Wir Frauen, das werdet ihr. Die Beate sind sowieso die Besten. Ja, ja. Hallo, genau. Beate. Knapp und kurz. Wenn sie jetzt ganz genau. Wir grüßen auch mal Waldi. Ne? Also Team Waldi kriegt das hin. Ne? Und wenn ihr jetzt mal mit gucken magst, Firma Wuchtelbau. Ich bin mal gespannt. Geh mal gucken. Firma Wuchtelbau, Herbert Prümmer hat uns natürlich alles Das ist Verfügung. Die Geschäftsleiterin hier? Nein. Zumindest vom Baustoffzelt. Und wir haben natürlich den LKW schon verschönigt. Ne? Also Firma Wuchtelbau aus Düren hat einiges an Baustoffen dabei. Ja, aber da ist noch ein Hänger dabei, der gehört auch noch dazu. Ui. Der gehört auch noch dazu. Wenn schon, denn schon. Du hast jede Menge Werkzeug, Baustoffe. Ist ja Wahnsinn, das ist ja bis oben hin voll. Heizungen. Was hast du noch? Kühlschränke, Gefrierschränke, Trockner, Heizsägen, Putz. Also alles da. Alles da. Allein die Firma Kemmler hat 22 Tonnen Baumaterial gespendet. Wahnsinn. Wir kommen nochmal. Ihr seid immer herzlich willkommen. Auch wenn es da oben ein bisschen gehakt hat, habe ich ja eben gehört. Ne? Aber das werde ich nur abklären. Also es ist auch ein Problem, hier mal runterzufahren, weil es ist hier gerade mega Stau auch. Die ganzen Leute wollen hier, glaube ich, durch. Ich glaube, da hinten. Ja. Bisschen Stau, aber... Bisschen Stau ist da. Ich will euch auch nicht länger aufhalten, damit sich der Stau hier ein bisschen auflöst. Wir laden jetzt ab. Ja. Du isst auf, wir laden ab. Genau, den Zindling habe ich schon halb geschafft hier. Ja. Wenn ihr Hunger habt, seid ihr herzlich eingeladen. Nein, wir laden erstmal ab. Okay. Also hier ist richtig was los am Baustoffzelt. Materialanlieferung. Wir werden gerade beleidigt. Kann man da rauskommen? Ja. Und ein wenig Stau. Wenn man ihn sieht, nur am Essen.
Ja. So sieht sie aus und ich finde es super. Das Baustoffzelt füllt sich immer und wird wieder leer. Ich glaube, der muss jetzt hier rein, ne? Ich denke auch, dann ist die ganze Straße voll. Ja, das ist echt viel. Muss der Atem? Da ist sie. Ja, ich muss ja noch eine Lampe unterschreiben. So. So, jetzt bin ich hier. Ja, der ist auch ein bisschen umgebaut wie deine Trecker. Wow, Wahnsinn. Die kenne ich, die Lampe. Ja, die kennst du, ne? Die musst du auch jetzt nur unterschreiben. Und die Flaschen hier, guck mal, was ich schon hab. Okay, dafür lege ich mal meinen Zindling hier hin. Ja, leg den Zindling da hin. Okay. So, und das wird da wieder was bringen, oder? Ich denke auch. Wo wird das versteigert? Bei Thomas oben. Heute? Nee, heute nicht. Thomas ist heute eintrinken. Das stimmt. Ja, deswegen. Nächste Woche Freitag machen wir das oben. Hältst du fest? Ja. Hab mir schon meine einzige gute Jacke versaut mit dem... Mit den weißen Stiften? Ja, ja. Die nächste? Wohin jetzt gern? Ja, mach doch, wo du willst. Da ist ja dann deine eingeritzte. Machst du da noch drauf? So, die Lampen. Und dann noch hier drauf? Mhm. So. So, ich habe mir auch schon zwei Lampen bestellt. Die sind super, ne? Ja, geil. Also die Lampe habe ich auch bekommen, ist echt der Hammer. Und das für auf dem Bauernhof oder so, oder? Steht bei uns genau in der Treppe, in der Ecke, wo es immer so dunkel war. Und jetzt ist es dann total hell und du läufst ständig an der Lampe vorbei und ich freue mich jedes Mal. Ja, Beate grinst auch schon wieder. Ja, toll ist das. Super, ne? Ja, ich finde es auch immer eine Ehre, weil wir müssen ja ganz viel unterschreiben. Ne? Es kommen die mit ihren Westen jetzt darauf. Also für mich ist das eine Riesenehre, dass ich auf einer Flasche von dir, auf der Sonderedition, unterschreiben sollte. Vielen Dank. Jetzt werden immer mehr Unterschriften. Aber die ist aber noch besonders, also wie die mit den drei Kappen oben drauf, sage ich mal. Mit den Unterschriften, Markus, boah, da muss Thomas sich nicht. Das werden wir sehen, ob die besonders sind. Bis am Freitag oben. Nächste Woche. Ich versuch's, dann trage ich mir ein, ja. Okay, dann werden wir das machen. Der kommt mit der Lampe dann auch dahin. Die wird am Freitag da auch versteigert. Ja. Ich habe gesagt, dann machen wir die jetzt nicht, wenn Marc das macht, aber ich sag mal, Thomas kann das besser. Ja. Du mit deinen 50 Euro für deine Ölflasche. Ja. Ja. Ich mit 1000 Euro an. Ich dachte, der hat sie nicht alle. Und ich aber muss mal was zum Heinenhof sagen. Ich bin ja selber auf dem Heinenhof gewesen. Du hast mich ja mal hingeschickt. Also Leute, fahrt zum Heinenhof. Da ist ein Hofladen, wie ich ihn selten gesehen habe. Die Menschen sind toll, die stehen hinter den Produkten. Also besser könnt ihr nicht einkaufen, nur anders. Besser könnt ihr nicht einkaufen, wirklich nur anders. Und es ist ein Erlebnis, auf diesen Hof zu fahren. Sensationell, fahrt hin, tolle Familie. Und auch hier der Jochen heißt er, glaube ich, ne? Der das macht. Josef, der Junior. Ja. Cooler. Super, ne? Super. Stand denn auch der Mähdrescher im Verkaufsladen, als du da warst? Der steht so im Hintergrund. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber Fahrt zum Heinenhof, es ist ein Erlebnis. Kleine Brauerei sogar mit dran. Ich habe morgens um 11 Uhr eine Bierverkostung gehabt vom Feinsten. Also toll, wirklich riesig. Ja. Absolut. Ja. Irgendwo auf der Welt ist immer vier, ne? Mein Bier trinken da. Markus, sehen wir uns nächste Woche, ne? Vielen Dank, ne, für deine... Warum? Ich bin seit dem ersten Tag dabei. Woher kommst du genau? So, nochmal weg. Ein Ort neben dir. Dann hast du deinen Schwager überschrieben, ne? Der Bauernhof hier in Hessendorf. Ist aber doch auch deiner. Ja, die Burg Stammeln, oder? Ja. Ja, genau. So, und ich bin aus Bühr. Ah.
Und dein, mein Schwager ist dein Klaus. Schwager, der ist gegenüber von Stefan Geil. Ja, genau. Stefan Geil ist hinten der Landschaftsgärtner. Ja. So, und dein Schwager ist vorne, der hat ja auch ein paar Pferde da stehen, glaube ich. Ja, genau, genau. Ja. Wobei mein Schwager in Beverstedt, Bremerhaven, ne? Ach so. Wohnen die ja jetzt. Ja. Und du kommst ja aus Stommeln, hinten Stommeler Busch, muss man ja dabei sagen. Ne? Ja. Wie aus Gerbenbühl. Super. Das ist also nicht weit weg, Marco. Ja, und dann haben wir ja noch Stolberg. Können wir ein Foto machen? Ja, natürlich. Machen wir noch kurz einmal weitermachen, ne? Aber weißt du jetzt mindestens, wenn ich eine anschreibe, wenn ich das will, dann brauche ich nur Unterschriften oder so. Markus, hast du eigentlich schon so ein T-Shirt? Nein, habe ich noch nicht. Ja. Hab ich noch nicht. Möchtest du eins haben? Ja. Beim nächsten Mal kriegst du eins. Dann kriegst du eins von mir auch. Versprochen. Danke, danke. Aber da habe ich dir nachher auch eine Überraschung getan. Ja, er hat auch noch eine. Ja, wir haben immer ganz viele. Genau. Also ihr seht, was hier ankommt. Oh, sorry, sorry, sorry. Hallo. Wir stehen hinten an der Helferwerkstatt. Ja, fahrt doch hierher. Der Mann hat auf jeden Fall Ahnung hier. Markus geht in die Mitte. Ich in die Mitte? Du in die Mitte? Mit dem Zindling. So, nicht die Mitte, Gott. So, jetzt machen wir einfach ein Video, weitermachen. Genau. Damit Wurzelbauer da nicht so angepisst ist wegen was? Ah. Super Aktion, ja. Wir machen weiter. Jawohl. Oder? Genau, und es kann nur weitergehen. Genau. Uns hält man nicht auf. Und Wurzelbauer macht bestimmt auch weiter und Waldi macht auch weiter, auf jeden Fall. Genau. Zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir es. Danke. So. Ja, du bist jetzt live. Wunderbar. Du bist von der Rheinzeitung, ne? Ich bin von der Rheinzeitung. Und seit der zweiten Woche mit dabei. Der zweite Samstag nach der Flut, ja. Finde ich super, weil ich wusste es nicht, ne? Ich dachte immer, wo seid ihr alle von den Medien? Ja, ja. Nee, wir sind fast jeden Tag im Einsatz. Also ist ja unser Lokalgebiet. Wir sind die ganze Zeit dabei. Ja, oh, wir müssen zur Seite. Ja. Wir suchen jetzt einen Traktor, ne? Wir suchen einen Traktor, genau. Okay. Es geht nämlich jetzt noch um ein Bild mit mir auf dem Traktor. Ja. Allerdings. Der alte Traktor von eben. Schauen wir einfach mal. Gerne. So, ich verabschiede mich auch von hier. Ich schalte mich aber gleich nochmal dazu. Ciao. Ja, toller Sonnenuntergang. Ich möchte mich bei euch allen nochmal recht herzlich bedanken. Also was heute passiert ist, das hat uns viele, viele Nerven gekostet. Gestern Abend, keiner von uns konnte irgendwie schlafen. Wilhelm hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Alexander Krone hat wohl auch nicht geschlafen. Irgendwie alle waren total aufgelöst mit dem Kopf irgendwie die ganze Zeit bei der ganzen Geschichte mit Wilhelm. Und wir hatten alle Angst, dass das jetzt wirklich irgendwie ein Schlussstrich wird. Und wir haben das gemeinsam hingekriegt, wirklich mit euch allen zusammen. Und ich fand heute die Veranstaltung heute Morgen so überraschend. Es war ja irgendwie Treffpunkt 10 Uhr und dann komme ich da hin und ihr habt das mitgekriegt, ich habe ja live gefilmt, alles voll mit Menschen. Dieter Könnes da und Beate Wimmer, der Jörg, alle da, ganz viele bekannte Gesichter und ihr seht, wie oft hier WhatsApp reinkommt, das ist unfassbar. Ständig wird es dann hell in meinem Gesicht. Es war einfach unfassbar, wie wir das gewuppt haben und ich glaube, in dieser Gemeinschaft, die wir haben, das ist einfach richtig klasse. Es war so viel in der Pipeline, mich haben Leute aus Ostfriesland angeschrieben, die wollten eine Demo machen, wenn jetzt der Steinmeier da ist. Dann kamen ganz viele Anfragen von Betroffenen, irgendwie, was können wir machen, können wir helfen. Kelvin wollte auch eine Demo machen und die wollten alle mit an einem Strang ziehen und das ist dieses Krasse an der ganzen Geschichte. Ja, Wilhelm und ich, wir haben uns ja eben noch verabschiedet bei mir im Auto und Wilhelm ist wirklich fertig, wie man so schön sagt. Der sagte, ich muss fahren jetzt im Hellen, sonst schlafe ich nachher ein im Auto. Alexander Krone ist total fertig, ich bin auch platt. Wir haben gerade noch ein bisschen Familientag gemacht, waren gerade noch auf der Kirmes in Stommeln. Und ja, jetzt geht's, glaube ich, relativ schnell ins Bett für uns alle. Ein erfolgreicher Tag mit Sicherheit. Es macht schon Sinn, wenn alles jetzt oben ans Helfer-Shuttle geht, aber es wird dadurch ganz ruhig werden in Walpertsheim. Ich hoffe, dass das gut geht. Das Versorgungszelt ist ja dann noch da, aber alles andere wird verschwinden. Und wir müssen einfach weiter am Ball bleiben. Jetzt kommen auch ganz tolle Aktionen in der nächsten Zeit. In die Weihnachtszeit geht's rein.
mit ganz viel Licht und Wärme und Herz, und das wird schon gigantisch werden, glaube ich. Also ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wir bleiben alle mit dabei. Ich habe von vornherein gesagt, egal was jetzt passiert, wir bleiben da auf jeden Fall dabei, auch wenn Wilhelm abbaut. Und gemeinsam schaffen wir das. Also wir haben so viel Zuspruch heute bekommen. Der Wilhelm, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Und Kaiser Wilhelm ist ja jetzt auch da. Super. Und das haben wir alle zusammen gemacht. Ihr habt E-Mails geschrieben und ihr habt uns unterstützt. Und einfach klasse. Ich wollte mich hier mit den Worten nochmal bedanken. Mir war es ein dringendes Bedürfnis, nochmal was loszuwerden. Und das geht in eure Richtung. Und wirklich super, super, super. Die Videos, die man dann schon mal so macht, wie heute mit der Frau noch an der Frittenbude, wo dann rauskam, irgendwie, dass sie kein Morphium mehr gekriegt hat und so, das ist alles heftig. Und das sind aktuelle Sachen auch. Wir müssen da am Ball bleiben, wir müssen die Menschen unterstützen. Und wir können das nur gemeinsam schaffen. Und ich merke auch mittlerweile so eine richtige Kraft, die dahinter steckt, weil wir sind jetzt 3 Monate nach der Katastrophe und es ebbt nicht ab. Die Hilfe ist gleichbleibend oder es nimmt sogar zu. Und in Wolpertsheim ist immer das Reparaturlager besetzt und es ist einfach der Wahnsinn. Also ich wollte mich bei euch allen bedanken. Wirklich, das Video geht an euch alle. Und so wie das jetzt gelaufen ist, müssen wir das weiter durchziehen und nur gemeinsam schaffen wir das. Und ich hoffe, dass der Schulterschluss jetzt mal endlich funktioniert, auch mit Horst Gies. Wir wollen uns jetzt wohl einmal im Monat zusammensetzen und richtig zusammensetzen, Probleme besprechen. Und das nicht per E-Mail. Das ist ja ziemlich schief gegangen mit der E-Mail an den Wilhelm. Sondern wirklich Auge in Auge und einfach drüber reden, bis man es verstanden hat und alles ist gut. Nochmal danke an euch alle, ich verneige mich vor euch und jetzt blendet es schon wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Wir alle sind ziemlich fertig. Wilhelm macht morgen Familientag, ich auch. Und nächste Woche geht es mit voller Kraft wieder weiter. Bis dann. Ciao.